Ja, schönen guten Morgen hier im Mesnerhaus zum zweiten Teil unserer Universitätsgespräche. Auch heute freue ich mich sehr, dass der Saal ganz voll ist. Also das entwickelt sich wirklich immer mehr zu einem ganz zentralen Bestandteil hier im Mesnerhaus. Ich will gar nicht lange aufhalten, denn das wird ein dichtes Programm von drei Gesprächen, wo wir ganz kurz Pause machen zwischendurch. Bitte gehen Sie nicht weg, aber es gibt kleine Umbaupausen. Und das erste Gespräch, wir haben das einfach im umgestürzten Alphabet heute gemacht, ganz offen, ist mit der Universität Wien. Ich freue mich sehr, Jan Wagner begrüßen zu können, unseren Gast für das Gespräch. Herzlich willkommen. Ja, und genauso freue ich mich über Günter Stocker, der seit vielen Jahren dieses Gespräch in Wien betreut, vorbereitet, und du wirst ein paar Worte sagen. Ich begrüße aber natürlich auch die ganze Gruppe, die wiederum in großer Zahl, es freut mich immer, wenn so viele Studierende kommen, hierher nach Rauis gekommen ist. Bitte, Günter. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Kennen Sie die Enzensbergersche Konstante? Der deutsche Lyriker Hans Magnus Enzensberger hat vor gut 25 Jahren die Behauptung aufgestellt, die These ein bisschen augenzwinkernd muss man sagen, dass jedes einigermaßen anspruchsvolle neue Lyrikbuch von plus minus 1354 Leserinnen und Lesern in die Hand genommen wird. Egal in welchem Sprachkreis, egal welche Mode, egal welche Publizität, also 1354, ja. Ich glaube, dass die Lyrikbände von Jan Wagner diese These deutlich widerlegen. Nicht nur, weil sie nicht einigermaßen anspruchsvoll, sondern richtig anspruchsvoll sind, andererseits aber auch sehr zugängliche Gedichte sind. Und es freut mich sehr, dass er zugesagt hat, mit uns hier zu sprechen. Das Gespräch werden Lea Kager und Julia Geiswinkler moderieren. Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von unserer Seite. Wir, die Studierenden der Universität Wien, unsere Kolleginnen und Kollegen sitzen da vorne in der ersten Reihe, haben heute die große Ehre, gleich zu Beginn mit einem der berühmtesten und renommiertesten deutschen Lyriker unserer Zeit zu sprechen. Herzlich willkommen nochmal, Jan Wagner. Danke. Schön, dass Sie da sind. Für Ihre Lyrik haben Sie zahlreiche Auszeichnungen bekommen, unter anderem für die Regentonnen-Variationen den Preis der Leipziger Buchmesse und für Ihr Gesamtwerk den Georg-Büchner-Preis im Jahr 2017. Und heute sind Sie eben hier, um über Ihren aktuellen Gedichtband Steine und Erden mit uns zu sprechen. Dankeschön. Danke Ihnen. Genau, die Lea hat es gerade angesprochen, es geht um dieses Buch hier, Steine und Erden. Am Cover sehen wir schon etwas, das hat mit Steinen und Erden zu tun, und zwar Karotten. Das Buch ist gegliedert in 5 Kapitel, die in römischen Zahlen benannt wurden, behandelt 66 Gedichte. Die Themen sind sehr weitreichend, und zwar reichen sie von Alltagsgegenständen wie Reifen, über Tiere wie Geier und Krähen. Die Natur kommt nicht zu kurz, wie schon besprochen, auch im Abschlussgedicht Steine und Erden. Es kommen auch einige berühmte Personen vor, zum Beispiel Hölderlin wird kurz angesprochen, Karl IV., Karl VI. Kommen auch vor, sowie auch Samuel Finley Breese Morse und weitere. Aber darauf werden wir dann noch mit unseren Fragen zurückkommen. Was besonders ist an diesem Gedichtband und was besonders an Jan Wagner ist, er verwendet sehr gerne die klassischen Gattungen, unter anderem Sonette oder auch Gazelen. Letzteres ist auch natürlich im Buch enthalten, und zwar eine Krähengazele, die wir gleich vom Autor noch persönlich hören werden. Ganz kurz, um zu erklären, was eine Gazele ist. Das Gazel oder die Gazele ist eine Folge von jeweils 2 Verszeilen, deren zweite Zeile immer den im ersten Vers angewandten Reim hat. Also wir werden es gleich hören, und damit Sie einfach die Hintergrundinformation haben, sind wir jetzt sehr gespannt.
Also danke für die Einladung und für die ganze Vorbereitung, die Mühe. Und danke, dass Sie schon die Gazelle erklärt haben ein bisschen. Es ist eine merkwürdige Form, die im deutschsprachigen Raum eigentlich sehr unpopulär ist, weil sie fast penetrant mit Wiederholungen arbeitet. Also es gibt von Rückert und von Platen Gazelle natürlich, aber eigentlich ist sie sehr unpopulär, weil auch Freunde von mir sagen, eigentlich ist es unerträglich, dass ein einziges Wort immer und immer wiederholt wird. Und es stimmt, es hat etwas sehr Monotones. Aber wenn man viele Krähen braucht im Gedicht, dann ist die Gazelle fantastisch. Und ich brauchte sehr viele Krähen in diesem Gedicht, weil es eine Hommage an die Krähe ist und gleichzeitig an einen Freund, dem die Krähe als der schönste Vogel überhaupt galt. Aber dass die Krähe, das Wort Krähen wiederholt wird, das wird ziemlich, ziemlich schnell deutlich werden. Krähen, Gazelle. Seit dem Tod des Freundes sah er Krähen, wohin er sah. Schon vorher waren Krähen geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen auf Schildern, schwärzten die Verteilerkästen, umschatteten den Bus, ein wahres Krähengeleit zur Stadt hinaus, wie Dirigenten befrackt, die eine für Solisten Krähen und Krähenchor gesetzte Partitur studierten, hinkten, hüpften, eine Krähenquadrille hinter ihm. Das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen um Brot bat, auf der Parkbank, gestenreich, wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel. Er vergaß die Wörter Laken und Schneefall, Milch und Meerrettich und Krähen. Bewegte sich als Blackout durch die Straßen, als Wirbel, biblisch, düster, als ein Krähentornado, schwarzer Kreisel, schlief verdunkelt wie eine Stadt im Krieg, geweckt von Krähen noch vor dem Tag. Er würde sich entscheiden. Er würde sich entscheiden, mit den krähenden Hähnen aufzustehen, fortzugehen, um sich als Burgruine unter Krähen an einen Hang zu kauern, um als Herbstfeld zu liegen und ein Ort der Rast, den Krähen. Vielen Dank. Ja, wie gerade gehört, wird eben in der Gazelle der idente Reim aus den ersten beiden Verszeilen fortgeführt. In anderen Gedichten jedoch reimen sie zum Beispiel Nikotin auf Mannequin und Wusch auf Rouge. Jetzt stellt sich mir und uns die Frage, wie ist eigentlich der Entstehungsprozess der Klanglichkeit Ihrer Gedichte? Also Sie haben es schon gesagt, ich gerne mit Formen spiele und auch mit Formen arbeite. Ich finde es herrlich, sich vom Reimen treiben zu lassen. Ich benutze schmutzige Reime, also reime lieber Papier auf Papaya als sozusagen klassische reine Reime zu verwenden, weil die Menge der unreinen Reime, und Reime sind immer dann interessant, wenn sie nicht im Reimlexikon zu finden sind für mich, so enorm ist, dass man verblüffendste Korrespondenzen hat. Und es ist herrlich, finde ich, sich dem Klang überlassen zu können und durch die Form und durch den Reim gedrängt zu werden, neu zu denken. Also der unreine Reim oder der Reim generell ist eine Art von Gedankenstimulator, der einen drängt, in ganz neue bildliche Bereiche zu gehen. Und das heißt, der Klang ist im Grunde oder auch das Reim, Formenspiel ist eine Art von Kompositionsprinzip. Es geht mir nicht darum, Reime als Kunst an sich am Leben zu erhalten oder irgendwelche toten Formen zu adaptieren. Es ist ein Spiel, das dazu beiträgt, erstens eine Art von schräger Musik zu etablieren und gleichzeitig eben sich Bereiche drängen zu lassen, von denen man gar nichts ahnte. Also diese merkwürdigen Reime, die vielleicht beim Hören nicht unbedingt auffallen, die man auch oft erst sieht, wenn man das Gedicht vor sich auf Papier hat, dienen im Grunde dazu, an einen Punkt zu kommen im Gedicht, an dem man überrascht wird vom eigenen Gedicht. Das ist das Schöne an Reimen. Der Klang ist das eine und die schräge, gebrochene Musik dieser Halbreime oder dieser schmutzigen Reime, Slant Rhymes, wie sie im Englischen heißen,
die oft auch gar nicht sozusagen mit den Vokalen zu tun haben, sondern die Konsonanten ins Spiel bringen. Und auch das hört man nicht, man sieht es aber. Und das bringt erstens Spaß und zweitens ist es so, dass man, wenn man sich diesem Spiel überlässt, oft genug eben gezwungen wird, Wörter zusammenzudenken, Begriffe und Ideen zusammenzudenken, die nur durch den Reim zueinander finden oder durch den Halbreim zueinander finden. Und genau das zwingt einer dazu, neu zu denken. Und man sitzt dann da, und das ist für mich der schönste Punkt beim Schreiben von Gedichten, man sitzt da und denkt, ich hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung gehen würde. Man wird vom eigenen Gedicht überrascht, was ja eine merkwürdige Sache ist. Man schreibt ja selber dieses Gedicht, aber plötzlich sitzt man da und denkt, ich lerne etwas Neues von dem Gedicht, das ich selber gerade schreibe. Das ist der schönste Moment beim Schreiben und dazu dient der Reim auch. Das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend. Ja, also für mich ist es spannend. Auch für uns. Wenn Sie da die Formen ansprechen, Sie haben diese Formen einmal beschrieben als Korsett, in dem es sich besonders gut atmen lässt, und als Prozess, der die bildliche und gedankliche Entwicklung des Gedichts in vollkommen unerwartete Bahnen lenkt. Eben auch in Steine und Erden spielen diese Formen eine große Rolle, wie bereits erwähnt. Und finden bei der Krähengazelle sogar in den Titeleingang. Wonach wählen Sie dann die passende Form für Ihre Gedichte aus? Und wie sind Sie zum Beispiel jetzt bei der Krähengazelle auf die Gazelle gekommen? Ja. Haben Sie da wirklich dieses Bild von den Krähen vor Augen gehabt? Wollten die ganz oft einbringen, oder? Also mir war klar, dass ich sehr viele Krähen brauche, weil dieser Freund, also es ist ein irischer Dichter, dem das Gedicht gewidmet ist, Matthew Sweeney, ein großartiger, wilder Mann aus Donegal, das ist ganz im Nordwesten von Irland, und er liebte Eulen und Krähen aber ganz besonders. Und wenn man ein Gedicht ihm zu Ehren schreiben will, dann war klar, man braucht entweder Eulen oder sehr viele Krähen. Und die Krähen liebt er besonders. Und ich brauchte, also mir war klar, die Krähe muss mehr als einmal ins Gedicht flattern dürfen. Und ich fange aber nie mit der Form an, sondern also ich glaube, es ist gut, dieses ganze Handwerk zu kennen. Das ist ja ein Handwerk auch. Das Schreiben von Gedichten ist ja etwas, was sich mit Form und Strenge diesem ganzen Arsenal an Tradition auch auseinandersetzt. Und auch wenn man das nicht benutzt, glaube ich, ist es gut zu wissen, es ist da. Und genauso wie bildende Künstler genau wissen, wie Farben miteinander arbeiten, wie Materialien funktionieren, ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man Gedichte schreibt, zu wissen, welche Formen es gibt und was eine Sestine ist, welche Metren es gibt. Also all das, was man in der Schule zu hassen lernt, ist im Grunde etwas, was man trotzdem braucht, wenn man schreibt. Selbst wenn man sagt, ich schreibe in sogenannten freien Versen und benutze überhaupt gar keine Formen und auch keine Reime, wobei das eine knifflige Frage ist, weil ein Gedicht immer eine Form ist, selbst wenn es eine freie Form ist. Und kluge Menschen haben mal gesagt, dass im Grunde der freie Vers so die schwierigste Form von allen ist. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr richtig. Aber ich glaube, es ist gut, das alles zu wissen und dann vielleicht noch wieder zu vergessen, aber im richtigen Moment eben, wenn man schreibt, zu wissen, es gibt eine Gazelle und zu merken, bei der siebten Wiederholung des Wortes Krähe, es gibt eine Form, die genau damit spielt und genau sozusagen diese Wiederholung braucht. Es ist gut zu wissen, es gibt die Gazelle, gut zu wissen, es gibt etwas wie die Villanelle, wo ganze Zeilen wiederholt werden, zwei Zeilen immer und immer wiederholt werden und am Schluss zusammengeführt werden. Ich fange aber nicht damit an, weil meine Erfahrung zumindest ist, dass wenn man sich hinsetzt und sage, jetzt schreibe ich ein Sonett zum Beispiel, meistens ein grauenvolles Gedicht entsteht, weil man sich genötigt fühlt, die Form aufzufüllen, weil man dann die 14. Zeile einfügt, um diese 14 Zeilen des Sonetts zu haben. Und ich glaube, jede Leserin, jeder Leser wird sofort merken, diese Zeile hat er oder sie nur geschrieben, damit ein Sonett daraus wird. Und das ist dann so im Grunde eine Garantie dafür, dass das Gedicht unerträglich ist. Wenn man diese Form im Hinterkopf hat und ab einem bestimmten Punkt denkt, eigentlich drängt das ganze Gedicht Richtung Gazelle oder Sestine, dann kommt diese Form auf eine leichtere Art ins Spiel. Und das Spiel ist der zentrale Begriff eigentlich, weil man dann sich der Form ganz frei und entspannt überlassen kann und die Form dann auf eine sanftere Art in Bereiche drängt, die ungeahnt waren und man eben nicht mehr die Form auffüllt, sondern die Form benutzt, damit das Gedicht zur Erfüllung findet. Und das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich, bei der
bei der Herangehensweise, dass man eben nicht eine Tradition bedient, sondern sich der Tradition bedient, um eine neue Freiheit zu entdecken, die eben in diesen strengen Formen steckt. Das ist das Paradoxe an diesem, also das Korsett sozusagen ist etwas, in dem man gut tanzen kann, wenn man sich ihm nicht komplett ausliefert, sondern es spielerisch nutzt. Ja. Also ist es nicht zu übersehen, dass Sie alle diese Formen kennen und vielleicht auch schon öfters mal wieder vergessen haben und wieder zur Anwendung bringen. Wir interessieren uns auch für die inhaltlichen Motive in Ihren Gedichten und eine Kollegin hätte da gleich eine Frage dazu. Genau, also wie wir jetzt eh schon auch gehört haben in der Einleitung, spielen gerade Tiere immer wieder eine große Rolle in Ihren Gedichten. Die Kriegerseele, die Gaia Suite oder das Gedicht Wespen. Und genau auch ihr in dieser Kriegerseele ist natürlich unschwer zu erkennen, dass gerade die Krähe das zentrale Motiv auch ist. Die Krähe, die ja auch dieses Düstere, dieses Dunkle auch ausdrückt. Haben Sie die Krähe genau deshalb auch gewählt, um da diese Stimmung auch auszudrücken? Auch. Also einerseits, wie schon erwähnt, weil dieser Freund eben die Krähe geliebt hat. Aber geliebt hat er sie eben auch wegen ihrer Dunkelheit natürlich, wegen der Schwärze auch natürlich, und aber auch wegen dieser Widersprüchlichkeit, dass sie sozusagen die Schwärze mit sich trägt, aber auch sehr viele andere Dinge. Die Gelehrsamkeit, die Klugheit der Krähe, also das ist, steckt alles mit drin. Aber natürlich ist in diesem Fall die Farbe Schwarz entscheidend und damit wird er gespielt, wenn die Umhüllung aus Schwärze sozusagen ins Absurde fortgeführt wird und man ganz in Krähen gehüllt um Brot bittet oder Krähen als Ärmel auftauchen und so weiter. Die Krähe war also aus zweierlei Grund wichtig dafür. Für das Gedicht. Aber auch bei Matthew Sweeney, dem Dichter, den ich eben erwähnt habe, war die Krähe eben immer beides, Schönheit und Dunkel. Genauso wie die Eule für ihn ein Todesbote war, aber eben nicht nur. Und er spielt eben immer mit dieser Ambivalenz. Und das ist auch hier, glaube ich, der Fall. Die Krähe ist ja nicht nur Dunkel und nicht nur Todesvogel, sondern auch sozusagen etwas, das man gerne auf sich hat und dass man sozusagen auch als Trost empfinden kann. Ja, natürlich ist natürlich die Krähe ein großer Teil der Natur und Steine und Erden, naja, das beinhaltet natürlich Natur. Und Sie erwähnen auch in Ihrem gleich zu Beginn ein Zitat von Francis Ponge und dazu hat eine Kollegin jetzt auch noch eine Frage für Sie. Mich würde eben interessieren, eben in der Einleitung das Zitat von Francis Ponge, das heißt ja in etwa so viel wie, wenn das Schreiben über die Erde mich zu einem minderwertigen Dichter macht, dann soll es so sein, denn für mich gibt es kein wichtigeres Thema, kein zentraleres Sujet. Und bei Ihnen war ja auch ganz, also es ist ganz offensichtlich, dass das scheinbar Alltägliche einen besonderen literarischen Wert für Sie hat. Einerseits merkt man das ja schon am Titel Steine und Erden. Und andererseits beschäftigen Sie sich ja durch den gesamten Gedichtband hindurch mit Gegenständen, mit Tieren, mit Steinen und Erden eben. Und ich fände es da und wir fänden spannend zu wissen, wie Sie zu dieser Einstellung gekommen sind. Also das Ponge-Zitat ist wichtig, weil es genau das sagt, was Sie sagen. Und er bezieht sich auf ein Gedicht von Ponge selbst, das heißt La Terre. Und Ponge war eben ein Dichter, der für mich auch deswegen immer wichtig war, weil er diese kleinen Dinge eben als das erkannt hat, was sie auch sind, als groß und als Bereicherung für das Gedicht. Also der berühmteste Band von Francis Ponge, diesem französischen Dichter, heißt Parti pris des choses. Und er ist eben einer der Dichter, die durchaus ein Stück Seife beschreiben oder eine Kerze, die Erde und so weiter, und der einem vor Augen führt, dass diese Dinge eben keinesfalls banal sind, sondern wenn man sie nur lange genug betrachtet, etwas offenbaren können. Und der sich mit viel Geduld der Dinge angenommen hat und sie so lange umkreist mit seiner fantastischen Sprache und seinem genauen Blick, bis erstens die Dinge sich auf eine ganz neue Art präsentieren und man auch etwas über sich selbst erfährt, indem die Dinge etwas widerspiegeln, was man vielleicht gar nicht geahnt hat. Und ich mochte immer Dichter, die Einstellung haben, dass nichts wirklich klein ist,
dass alles im Gedicht eine Größe erlangt und die kleinsten oder vermeintlich banalsten Dinge ein Gedicht verdient haben. Das ist eine Tradition, die weit zurückführt. Also schon Walt Whitman sagt, diese Brombeere dort hätte es verdient, in den Hallen des Himmels zu hängen. Und das stimmt natürlich. Und ich mochte immer Dichter, die ganz demokratisch sagen, natürlich schreibe ich über meine eigene Nase, über einen Red Wheelbarrow wie William Carlos Williams. Die englischsprachige Dichtung ist ja sehr stark. Nicht nur Ponge in der französischen Dichtung, aber auch Dichter wie Williams oder wie Charles Simic, ein in Belgrad geborener Dichter, der dann zu einem der wichtigsten amerikanischen Dichter wurde und der das hinreißendste Gedicht über Wassermelonen geschrieben hat. Fantastisch. Nur 4 Zeilen, übrigens von Enzensberger übersetzt. Aber genauso gut über alte Schuhe schreibt oder über einen Löffel. Wie ich auch über Löffel schreibe. Das ist, sind dankbare Themen, auch deswegen, weil die Konkurrenz so viel kleiner ist. Also wenn man über Rosen und Nachtigallen schreibt, dann ist man sofort in unmittelbarer Konkurrenz zu Rilke und Shakespeare. Wer will das schon? Wenn man über Löffel und Seife schreibt, dann ist man auf der sicheren Seite. Man weiß, es gibt Ponge und es gibt Charles Simic, aber ansonsten ist der Kreis der Menschen, die über Löffel schreiben, sehr klein. Und man kann ja eine Weile einreden, man sei originell, was man nicht ist. Aber man fühlt sich besser und in einem exklusiveren Kreis aufgehoben. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass diese Dinge eine große Schönheit haben. Und ich liebe es, über Motorsägen zu schreiben, über Streichhölzer, Teebeutel, gefüllte Champignons, weil man etwas entdeckt in diesen Dingen, was man nicht für möglich gehalten hätte, wenn man sich auf sie konzentriert. Und die Kritik, dass sozusagen man sich mit Banalitäten befasse, nicht zutrifft. Es ist einfach so, dass ich glaube, wenn man es ist genau wie bei den Formen eigentlich. Wenn man sich hinsetzt und ein Sonett schreiben will, dann kommt ein furchtbares Gedicht dabei heraus. Und wenn man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt über die Freiheit, wird auch ein schlimmes Gedicht entstehen. In dem Fall, weil man ganz im abstrakten Bereich bleibt. Aber wenn man sich eines so sinnlichen Gegenstandes wie einem ausgelatschten Schuh widmet oder einem Glas Wasser, wie Josef Brotzi das getan hat, dann kommt plötzlich sehr viele sinnliche Aspekte hinein und ganz konkret, die man auch sofort wiedererkennt. Wer kennt nicht ein Glas Wasser? Aber wenn ein Dichter wie Brotzige das tut, kommen eben auch plötzlich alle anderen Fragen mit hinein, die einen ja sowieso immer umgeben. Also die Fragen, die großen Fragen der Dichtung sind die Fragen, die uns alle beschäftigen. Die Liebe, der Tod und so weiter. Die spielen, glaube ich, immer eine Rolle, wenn man Gedichte schreibt. Aber wenn sich Brotzige ein Glas Wasser nimmt, ist eine große sinnliche Qualität dabei. Und trotzdem ist plötzlich die Frage der Wiedergeburt dabei, die Frage der Liebe. Was passiert mit dem Glas Wasser, wenn es in den Dichter hineinfährt? Und wo bleibt das Wasser dann? Am Ende von Brotzis Gedicht fegt der Regen über die leeren Plätze von Venedig. Und man denkt sich, ist das Glas Wasser, das nun sozusagen über die Plätze fegt und alle großen Fragen sind enthalten. Es ist fantastisch. Und das geschieht eben, wenn man ganz nah dran bleibt am konkreten Gegenstand, der eben nicht vernachlässigenswert ist, sondern im Grunde, wenn man es richtig macht, die großen metaphysischen Fragen und die Fragen, die uns alle umtreiben, auf eine sehr konkrete, sinnliche Art beinhaltet und das ist das Wichtige, neu spürbar und neu fassbar macht. Eben nicht abstrakt bleibt, wie die Liebe, die Freiheit, der Tod, sondern eben sie verankert in dem, was man kennt und was man schmecken kann. Kann man also sagen, dass Sie das Leben auch so in den kleinen Dingen stattfindet, im Flug einer Biene, im Fallen eines Blattes oder in einem weißen Handschuh in der Regenrinne? Unbedingt. Ja. Ja, Sie beherrschen diese Kunst natürlich und genauso wie Sie sehr umfangreich und detailliert auf unsere Fragen antworten, was uns natürlich sehr freut. Wir müssen leider trotzdem schon weitergeben. Der Fabian hat noch eine Frage. Ja, genau. Und zwar meine Frage bezieht sich auf die Menschen, denen Sie Ihre Gedichte widmen. Und zwar, Sie haben es bei der Krähengazelle bereits erwähnt, dass Sie das Gedicht für einen Freund geschrieben haben. Und es gibt ja sehr viele Gedichte, die Sie sehr vielen Menschen widmen, unter anderem Jan Brandt, Eva Borke. Und ich wollte fragen, ob es immer so ist wie bei der Krähengazelle, dass Sie
die Gedichte mit der Intention für diese Menschen schreiben oder ob sie das oft im Schreibprozess ergibt, dass sie an diesen Menschen, an diese Personen denken müssen, beziehungsweise was für eine Rolle die Menschen in ihrem Leben spielen. Also die Krähengazelle hat eigentlich keine Widmung vorangestellt, das verrate ich nur sozusagen im Gespräch, dass es einem Dichterfreund zugedacht ist. Aber oft, oder es gibt Gedichte, die ganz bestimmten Menschen gewidmet sind, meistens dann deswegen, weil das Gedicht, oder weil ich das Gedicht ihnen verdanke, oder das aus einem Gespräch entstanden ist oder aus der Lektüre auch der Gedichte oder der Werke dieser Personen. Es gibt ein Gedicht, das dem slowenischen Dichter Ale Steger gewidmet ist, wo es um eine Auseinandersetzung unter Trüffelsuchern geht. Das heißt die Trüffelkriege. Das verdanke ich im Gespräch mit Ale Steger, den wir von den Trüffelkriegen in Slowenien, also den sogenannten, erzählte. Das Gedicht von Jan Brandt, ein Romancier aus Berlin und ein Freund, ist entstanden, weil wir feststellten, dass diese furchtbaren Schläger, mit denen man in der Kindheit zu tun hatte, die einem immer aufgelaut haben, um das Taschengeld zu stehlen, immer merkwürdige Spitznamen haben. Wir stellten fest, dass die furchtbarsten Schlägertypen in Hamburg, wo ich aufgewachsen bin, und Ostfriesland, wo Jan Brandt herkommt, beide den Spitznamen Toastbrot hatten. Was mich dann veranlasst hat, ein Gedicht zu schreiben über die Spitznamen von furchtbaren Menschen, mit dem Titel Toastbrot, eben sich beziehend auf den furchtbarsten Schläger meiner Kindheit und auch den von Jan. Und auch natürlich eine späte Rache an diesen Menschen. Und deswegen ist das Gedicht Jan Brandt gewidmet und so weiter. Also meistens sind es ganz konkrete Anlässe und Danksagungen für ein Stichwort oder einen Gedanken. Mhm. Sie setzen sich auch immer wieder mit den Werken anderer berühmter Autoren und Autorinnen auseinander. Ich denke da zum Beispiel an die Übersetzung von Dylan Thomas Texten oder auch jetzt aktuell in diesem Gedichtband unverkennbar eine Anspielung mit ihrem neuen Panther-Gedicht, das Panther-Gedicht von Rilke. Man sieht, sie paraphrasieren einerseits dieses Gedicht und andererseits heben sie auch beispielsweise dieses strenge Reimschema, wie es bei Rilke vorliegt mit dem Kreuzreim, dann brechen sie bewusst auf. Und inwieweit also sind dann solche Texte für Sie eine Inspirationsquelle und würden Sie sagen, dass Sie diese intertextuellen Bezugnahmen besonders als reizvoll betrachten und sind das Anregungen für Ihre Dichtung? Also ich glaube, man kommt gar nicht umhin, wenn man liest diese ganzen Autoren und bewundert sie und trägt sie ein Leben lang mit sich mit. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung findet immer statt, ob man will oder nicht. Die Lehrer, die man sich selbst gewählt hat, bleiben ja ein Leben lang da. Und die großen, die ganz großen Figuren der Dichtung sind eben Einflüsse, mit denen man sich ein Leben lang auseinandersetzen muss. Und Rilke gehört natürlich dazu, genauso wie die anderen kanonischen Autoren oder auch die man selbst zu seinem Kanon gemacht hat, weil man sie seit der Jugend liebt. Dylan Thomas zum Beispiel war für mich immer einer der wichtigsten Autoren überhaupt, dieser großartige, ebenfalls viel zu jung gestorbene walisische Dichter oder Trakel. Und die bleiben ein Leben lang. Und ab und zu setzt man sich dann mit ihnen auseinander und auch so, dass es sichtbar wird. Also ich glaube, vieles spielt sich auf einer Ebene ab, die gar nicht sichtbar ist. Man merkt dann, man fällt in einen Rhythmus, den man selbst ganz klar zuordnen kann. Also zum Beispiel, ich merke oft, dass ich in so eine jambische Fünfhebigkeit falle und weiß dann genau, es geht auf Georg Heym zurück oder auf Dylan Thomas, ja, der eben auch diese fatale Neigung hatte, bam, 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 ganz regelmäßig jambisch zu dichten, er nannte das My Policeman Rhythm. Als würde ein Polizist mit Knüppel patrouillieren, so sind seine Rhythmen im Grunde. Und Georg Heym war verschrien für seine Jamben und wurde von Berliner Kritikern verrissen, weil er unerträglich jambisch immer geschrieben hat. Und wenn ich das also tue, dann weiß ich, ich mache das auch deswegen, weil diese beiden für mich, seit ich schreibe, so enorm wichtig waren. Mhm. Das merkt aber kein Mensch. Aber wenn ich ein Gedicht Panther nenne oder Flamingos zum Beispiel, das ist auch dann muss man an Rilke denken. Und ich natürlich auch. Und in dem Fall bleibt es
muss man sich mit Rilke beim Schreiben auseinandersetzen und der Anklang ist natürlich sofort da. Und man muss Rilke dann im Ohr haben, oder man hat Rilke im Ohr, wenn man das Gedicht liest. Anderswo ist dann Hölderlin im Titel schon erwähnt und auch das ist eine ganz direkte Auseinandersetzung. Aber vieles ist ganz subtil und lässt einen dann immer wieder nachdenken über Fragen von Einfluss. Das ist ja sehr spannend. Man entkommt ja dem Einfluss nicht und vieles ist dann kaum spürbar da. Man sieht es selbst, jemand anders wird es gar nicht merken, wie bei diesen rhythmischen Fragen oder ein Bild, wo man genau zuordnen kann, das kommt wahrscheinlich von Ponch oder von Williams. Aber nur ich merke das. Am schlimmsten ist es immer, wenn man etwas geschrieben hat und denkt, es sei von einem selbst und niemand hätte es vorgeschrieben. Da liest man einen Dichter aus Bolivien und findet genau diese Zeile. Ohne ihn jemand, dann merkt man wieder, wie unoriginell man wirklich ist. Aber viele, viele Dinge spielen sich ganz subtil ab und kommen einfach hinein, weil man sich immer wieder auseinandersetzt mit den Gedichten, von denen man gelernt hat und man das auch nicht los wird, was auch seine schönen Seiten hat. Sie sprechen von subtilen Dingen und von Einfluss. Und man kommt beim Lesen Ihres Gedichtbands nicht umhin, festzustellen, dass Sie sehr gerne Licht und Finsternis, Tod und Leben, schwarz-weiß, hell und dunkel vergleichen. Der Tod ist sozusagen omnipräsent und zeitgleich lässt sich aber das Leben aus diesen Zeilen nicht wegschreiben. Also das ist trotzdem da. Jetzt stellt sich mir die Frage, welchen Einfluss hat denn dieser Dualismus von Leben und Tod für Sie persönlich und auch auf Ihr Schreiben? Also das, wie ich schon sagte, also diese großen Fragen, die hat man ja immer, die schwingen immer mit bei uns allen und wenn man schreibt, sowieso. Es spielt ja eine Rolle natürlich und nicht nur in diesem Krähengedicht, das natürlich ein Nachrufgedicht ist, aber auch in vielen anderen Texten, auch weil das Buch entstanden ist in den letzten 5 Jahren, die sozusagen, wenn man mit offenen Ohren und Augen durch die Welt gegangen ist, ja keine leichten Jahre und im Grunde eher furchterregende Jahre waren. Und das spiegelt sich natürlich immer im Gedicht wieder. Selbst dort, wo man über eine Säge schreibt oder ein Streichholz, schwingt all das mit, was einen belastet hat. Ich hoffe, dass es nicht zu belastend ist und dass die Waage gehalten wird zwischen Humor und Leichtigkeit oder Licht. Oh ja, das auf alle Fälle. Das beruhigt mich. Aber natürlich schwingt das mit. Und immer, aber besonders in diesem Buch, glaube ich, was mich angeht, weil in den letzten Jahren eben persönliche Verluste da waren, aber auch sozusagen der Gesamthintergrund ein so düsterer war und ist. Dann hätte ich gesagt, leite gleich einfach über zu meinem Kollegen, der eine ähnliche Frage hat. Ja. Danke sehr. Also Sie sprechen ja in Ihren Gedichten, wie zum Beispiel der Geier-Suite von der letzten Chance auf Himmelfahrt oder auch in Norden warten Sie darauf, dass Gott blinzelt oder in Hamburg, Berlin warten Sie darauf, dass Gott den Atem anhält. Und auch im ersten Gedicht von Steine und Erden beschreiben Sie auch ein Heiligtum des Banalen in Reifen. Und mir ist aufgefallen, dass Sie an diesen eben, wie Sie vorher schon gesagt haben, kleinen Dingen, finde ich, sehr große Themen eben abdecken und fast schon diese irgendwie theologischen Fragen aufwerfen nach dieser gewissen Menge an Göttlichkeit im Alltäglichen. Und mich hat interessiert, haben die alle den gleichen Kern? Also all diese sozusagen Abtastungen vom Sakralen. Also haben die alle irgendwie ein gemeinsames Zentrum oder erschließen sich die dann aus den Gedichten selber? Es sind meistens ja ganz konkrete Dinge, die mich interessieren und wie gesagt, diese Fragen schwingen mit und bündeln sich dann oft in den Innenautoreifen natürlich in der Schwärze von Reifen oder in der ganzen Textur auch von diesen riesigen Haufen. Also das erste Gedicht beschreibt die ausrangierten Autoreifen, die man oft an Bahngleisen oder irgendwo in Vororten sieht. Aber also das Nachdenken über diese Dinge oder über die letzten Dinge, entzündet sich dann auch am Autoreifen. Aber es beginnt eben mit den herrlichen Namen von Reifen, wie Pirelli,
ein herrlicher, oder Dunlop. Und das sind sozusagen die Dinge, die wir als erstes anziehen. Aber die großen Fragen kommen damit hinein und das geschieht des Öfteren. Das stimmt. Sie sagen Pirelli, ein schön klingender Name. Die Klanglichkeit haben wir schon angesprochen. Was aber in Ihren Gedichten auch viel vorkommt, ist Musikalität. Und zwar sind Sie eben sehr stark von Rhythmus, Assonanzen und Alliterationen geprägt. Ein Beispiel ist der Blankvers, also ein fünfhebiger, ungereimter Jambus in Ihrem Gedicht Karl der Sechste. Genannt der Wahnsinnige begibt sich zu Bett. Ich lese kurz vor. Ich klirre nur ein bisschen und ich wünschte, vor langen Reisen mit der Kutsche selbst in eine jener Kisten voller Butter. Wie entscheiden Sie sich, wo jetzt Rhythmus und Musikalität eine Rolle spielen soll und wo nicht? Und passiert das organisch oder soll diese Musikalität auch die Semantik der Strophe unterstützen? Eine spannende Frage. Ich finde, die Musik von Lyrik ist immer wichtig. Und oft ist eine gebrochene Musik und oft sind die Dissonanzen wichtiger als die harmonischen Dinge. Aber wenn man so gerne mit Formen spielt, wie ich das tue, ist der Rhythmus immer eine entscheidende Frage. Selbst da, wo man in freien Versen schreibt, wie in diesem Gedicht über Karl den Sechsten zum Beispiel, der an dem Glauben litt, ganz aus Glas zu bestehen. Darum geht es in dem Gedicht. Und deswegen möchte er wie das Porzellan in die Kisten mit Butter sinken, um geschützt zu sein. Also diese Redewendung, alles in Butter, ist ja ein bisschen auf diese Transportweise von Zerbrechlichem damals. Und am schönsten ist es tatsächlich, wenn die inhaltliche Seite korrespondiert mit dem Klang und etwas sichtbar wird durch die Form. Also, weil Sie den Panther von Rilke erwähnten, das ist ja ein Gedicht, das im Grunde ganz gleichmäßig jambisch ist. Und über alle Strophen diesen gleichmäßigen Rhythmus hat. Und ganz am Schluss, und immer fünfhebig tatsächlich, und gereimt, wie Sie zu Recht gesagt haben, aber ganz am Schluss, die allerletzte Zeile. Kürzt. Ja. Und hört im Herzen auf zu sein. Das sind nur vier Hebungen. Und Rilke verzichtet auf die allerletzte. Und das ist natürlich von großartiger Formkunst. Und dort ist die perfekte Entsprechung im Grunde, wo der Inhalt durch den Rhythmus idealerweise dargestellt wird. Und hört im Herzen auf zu sein. Und man ist so gewöhnt an den fünfhebigen Rhythmus von Rilkes Gedicht, dass man nicht umhin kommt und dann unsichtbares Bam, Bam hinzufügt. Also was dort aufhört im Herzen, hört auch im Rhythmus auf, aber man muss es weiter mitdenken. Und das ist sozusagen eine perfekte Entsprechung von Rhythmus oder rhythmischer Kunst und Inhalt. Und es ist sehr befriedigend, wenn man Stellen hat oder Passagen hat, wo die Musik ganz im Einklang ist mit dem, was auf einer inhaltlichen Ebene passiert. Es gibt ein Gedicht, das heißt Tanzstunden, wo es um diese furchtbaren Situationen geht, wo man zu zweit vor aller Augen etwas unbeholfen sich über ein Parkett bewegen muss. Und dort sozusagen wird von dem gewienerten, gewalzerten Parkett gesprochen und dann geschieht die Peinlichkeit sozusagen, aber sie geschieht eben in einem Versmaß, im Daktus, der sozusagen den Walzer in den Rhythmus überträgt. Bam, 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 bam. Und das ist dann sozusagen etwas, wo dann idealerweise das, was geschieht auf der Tanzfläche, auch auf der Textfläche sich widerspiegelt. Und das ist beim Schreiben also für mich eine große Freude, auch wenn man es nicht wahrnimmt beim Lesen, aber für mich ist es herrlich, wenn solche Verdichtungen und Entsprechungen auf musikalischer und inhaltlicher Ebene geschehen. Ich rede viel zu lange, weil Sie noch nicht? Nein, wir haben nur 45 Minuten. Wir rutschen hier nur so irgendwie nervös herum. Wir wollen natürlich keine Fragen auslassen, aber mit Blick auf die Zeit werden wir vielleicht jetzt mal zum Schreibprozess übergehen. Uns als Studierende der Germanistik interessiert es natürlich, wie Sie schreiben, wie Sie Gedichte schreiben. Genau, wir als angehende LyrikerInnen, AutorInnen und LehrerInnen fragen uns das natürlich. Also wie genau läuft denn das bei Ihnen ab? Wann schreiben Sie? Wie schreiben Sie? Brauchen Sie einen Schreibtisch hinaus zum Fenster und mit Blick auf eine weite Landschaft, was in Berlin vielleicht ein bisschen schwierig wird? Aber wie machen Sie es?
Also ich weiß von Freunden, von den Baromanciers, dass sie einen festen Arbeitsalltag haben und wirklich ihre Schreibstunden haben. Ich selbst schreibe, wann immer ich kann und wann immer ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, um mich hinzusetzen und zu schreiben. Ich sammle sehr viel und trage mein Büchlein mit mir herum und notiere mir sehr viel beim Laufen, beim Sitzen und Starren. Überhaupt Sitzen und Starren ist, glaube ich, entscheidend beim Schreiben von Gedichten oder beim Zugfahren. Und trage immer im Grunde so 10 bis 20 Möglichkeiten mit mir herum, Gedichtideen mit mir herum und sammle sehr lang, was sich an Sprache anbietet, an Bildern, an Klängen oder an Assoziationen. Spiele mit Wörtern wie Pirelli oder mit dem Bild der Krähe oder mit den Formen auch und warte auf den Punkt, wo ich mir sage, jetzt habe ich so viel gesammelt, dass ich mich alles drängt, jetzt ganz konkret ein Papier zu nehmen und zu schreiben und das Gedicht zu Papier zu bringen. Was ich dann auch wieder lange mit mir herumtrage. Überhaupt ist die Zeit, die Dauer wichtig. Also das Klischee, dass man durch einen mondbeschienenen Wald reitet und ein Sonett empfängt, ist sozusagen deckt sich nicht mit der Wirklichkeit. Also die Wahrheit ist, man arbeitet sehr lang an einem Gedicht oder ich jedenfalls und brauche Wochen und Monate, bis ich etwas habe, was mich zufriedenstellt. Furchtbarerweise wird es auch immer länger, je älter ich werde. Es dauert immer länger. Ich kann nur hoffen, dass es nicht wie bei Dylan Thomas darauf hinausläuft, dass man eine Zeile pro Jahr schreibt, worunter er sehr gelitten hat, glaube ich. Aber es dauert eben und man braucht, glaube ich, viel Geduld. Und ich glaube, nichts ist abträglicher für ein Gedicht als die Hast. Und die Ungeduld und der Wunsch, es möglichst schnell zu Ende zu bringen. Mhm. Und ich probiere mir die Zeit zu lassen, auch wenn man manchmal den Wunsch hat, es schnell zu schaffen. Aber ich glaube, ein Gedicht kann nur besser werden, wenn man ihm Zeit lässt. Mhm. Und ich, ja, so trage ich es mit mir rum und irgendwann setze ich mich hin und schreibe. Und bin froh, wenn ich pro Monat ein Gedicht schreibe. Wir auch. Oder ein halbes Gedicht. Genau. Ja, wir gehen schon auf die Zeit. Weiter. Hätten wir noch eine letzte Frage für Sie, die Sie sehr gern auch ein bisschen ausführlicher beantworten können. Zwei gehen sich noch aus. Ja? Dann grete ich noch mal rein. Also mich interessiert besonders jetzt in der Zeit von Social Media, BookTok, KI und Co. Gibt es jetzt schon so viele Möglichkeiten zu publizieren oder Lyrik zu produzieren? Insta-Poetry findet zum Beispiel gerade sehr großen Anklang auf Social Media Plattformen wie Instagram. Um eine bekannte Vertreterin zu nennen, das wäre die Ruby Kaur. Die hat sagenhafte 4,5 Millionen Follower derzeit auf Instagram war mit ihrem Lyrikband Milk and Honey 2014 über ein Jahr auf der Bestsellerliste der New York Times. Abgesehen davon, dass nicht nur LiteraturkritikerInnen und LyrikkritikerInnen eine Diskussion darüber führen, ob Kaurs Werk überhaupt und Insta-Poetry allgemein als literarisches Subgenre aufgenommen werden kann, wäre es trotzdem für mich interessant zu erfahren, wie Sie solche Entwicklungen sehen und sehen Sie hier vielleicht neue Chancen für die Verbreitung von Lyrik oder für die Weiterentwicklung oder aber soll aus Ihrer Sicht Lyrik und Poesie dann doch eher sowas wie ein Gegenstück zu dieser schnelllebigen und massenhaften Produktions- und Rezeptionskultur darstellen? Ich bin wahrscheinlich der falsche Gesprächspartner. Ich bin sozusagen, was die technische Entwicklung angeht, sehr weit hinten dran und im Grunde immer noch eher auf Brieftaubenniveau. Und deswegen kann ich über Instagram gar nichts sagen, aber das Erstaunliche ist doch, dass die Lyrik schon so lange existiert und immer wieder neue Formen findet, im Grunde. Um sich zu verbreiten oder nicht zu verbreiten, ob es Papier ist oder ein Bildschirm oder was auch immer. Ich glaube, das Format ändert nichts daran, dass Gedichte immer eine Einladung sind, stillzustehen und sich Zeit zu nehmen. Egal, ob es über Instagram geht oder über ein Blatt Papier. Es ist ja immer die Einladung,
zu verharren und noch einmal neu anzusetzen, noch einmal neu nachzudenken, die Dinge mit einem neuen Blick zu bedenken. Und ich glaube, das Medium ist da fast gar nicht ausschlaggebend, weil die Einladung dieselbe ist. Ja, das kann sein. Ich meine, einerseits von der Form her würde sich Lyrik ja sehr gut anbieten. So ein Gedicht passt genau in einen Instagram-Post hinein. Ja, natürlich, ja. Aber andererseits wird auch immer schnell weiter gescrollt. Also man kann gar nicht sagen, ob das jetzt wirklich so passend wäre. Ja, aber vielen Dank. Wir kommen jetzt, glaube ich, wirklich zur letzten Frage. Genau, und zwar, Sie haben es schon sehr treffend gesagt. Unser Kollege hat aber zur Frage, also zum Thema, wie kann man was treffend sagen, noch eine allerletzte Frage. Mhm. In dem Statement von 2016 definierten Sie ein gelungenes Gedicht als verblüffend und neuartig, weil es etwas so fasst, so sagt, wie es zuvor nicht gesagt worden ist. Doch sollte es dabei so wirken, als sei es das Selbstverständlichste, es auf diese und nur auf diese Weise zu sagen. Als habe man bislang nur verabsäumt, es so zu betrachten, aber immer schon gespürt, dass es so sein müsse. Wann wissen oder spüren Sie, dass ein Gedicht vollendet ist und dass es nicht mehr treffender, zumindest von Ihnen nicht mehr treffender, gesagt werden kann? Es ist eine schwierige Frage. Also Paul Valéry, der große französische Dichter und Theoretiker, sagte mal, Gedichte beendet man nicht, man gibt sie nur auf. Aber die Frage ist natürlich, wann ist der Punkt gekommen, um sie aufzugeben? Und es ist bestimmt möglich, zu lange zu schreiben an einem Text, also ganz generell gesprochen, einem Gedicht oder an was auch immer, und ihn zu überschreiben, zu überdehnen und zu lange nachzudenken vielleicht und sozusagen so lange an ihm zu arbeiten, bis er starr ist oder auch die Arbeit zu sichtbar ist. Das ist, glaube ich, eine Gefahr. Und diese Balance zu halten zwischen Spontanität und ganz frischem, naivem Herangehen an die Sprache, an die Dinge und Formung auf der anderen Seite, irgendwie diesen Mittelweg zu gehen, ist, glaube ich, eine immer wieder sich stellende Frage bei jedem Gedicht. Ich glaube, man weiß einfach an einem bestimmten Punkt, so ist es gut. Und man kann sich da auch täuschen, weil man Jahre später denkt, nein, es war nicht gut. Aber in vielen Fällen ist dann der Punkt doch erreicht, dass man im valerischen Sinne sagen kann, jetzt ist der Punkt gekommen, das Gedicht aufzugeben und es sein zu lassen. Das haben Sie jetzt sehr treffend gesagt. Und ich denke, dabei belassen wir es auch bei diesem wunderschönen Schlusswort. Wie Sie bereits erkennen, ist das Cover orange durch die Karotten. Wir sind alle orange angezogen und wir überreichen Ihnen hiermit Karotten und sagen vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Wären Sie vielleicht noch so nett und würden mit uns ein kurzes Foto machen? Ja, natürlich. Ja, sehr gerne. Danke. Sie sehen, reich beschenkt ziehen unsere Autoren von dannen. Vielen herzlichen Dank der Gruppe aus Wien und natürlich auch Jan Wagner. Wenn Sie Jan Wagner noch erleben wollen, und ich glaube, das ist sicher der Fall nach diesem tollen Gespräch, morgen Vormittag kommen Sie zur Lyrik. Ja, da so. Und jetzt gibt es eine ganz kurze Pause, wirklich ganz kurz. Und dann kommt die nächste Gesprächsrunde. Mach mal da. Wollen Sie das gleich hier machen, das Foto? Ja, Wort, vielleicht oder? Hier ja? So kurz im Eck. Ja, ich glaube, das geht. Das ist wirklich.
Thank you.
ich mache Social Media für... Theresa, darfst du das Ankündigen nicht vergessen? Ja, ja, ich sage am Schluss. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wir geben jetzt gerne an die Karte. Okay. Wir haben alles schon vor. Mit durchgeplant, jedes einzelne Wort aufgeschrieben. Okay, ist mein Mikro schon gerade? Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, dass mit meinem Mikro passiert. Ja, während die letzten Gäste aus dem Publikum zurückkommen, bitte die Plätze einzunehmen. Jetzt haben wir doch ein bisschen gelüftet auch. Aber wir müssen weitermachen, damit es nicht allzu spät wird. Und wir wollen ja auch unsere Gesprächspartnerinnen nicht zeitlich unter Druck setzen. Auch in diesem Fall ist es eine Hinführung auf eine Lesung, die dann heute Abend stattfinden wird. Und zwar wird da Irene Langemann auftreten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt schon zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Ja, und die beiden Studentinnen, die mit ihr jetzt ins Gespräch eintreten werden, kommen von der Universität Innsbruck, und betreut und vorbereitet hat sie dort Maria Biok. Herzlich willkommen auch, Maria. Ja, und damit darf ich Ihnen auch schon das Wort geben. Dankeschön. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung und für diese wunderbare Veranstaltung, die für mich ganz besonders ist, und dass Studierende mit Autoren zusammengeführt werden und dass wir über unsere Werke und sprechen können. Das ist wirklich ein ganz tolles Format. Vielen Dank. Ja, auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen zu unserem Gespräch mit der Frau Langemann. Wir bedanken uns sehr für die Möglichkeit, die wir hier haben, bei den Veranstalterinnen und Veranstalter der Rauriser Literaturtage, und beginnen jetzt gleich mit einer kurzen Vorstellung von der Frau Langemann. Genau, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal, aber auch an den Endgeräten einen kleinen Überblick, einen kleinen Einblick in die Biografie von Frau Irene Langemann bekommen, würde ich gerne in einigen Sätzen etwas zu ihrer Person erzählen. Irene Langemann, geboren 1959 in Issykul, einer Provinzstadt in Sibirien, wuchs in einer russlanddeutschen Familie auf, zweisprachig, und somit wurde ihr auch von Kindheit schon eine multikulturelle Perspektive ermöglicht. Mit 17 Jahren zog es Irene Langemann dann nach Moskau. Dort studierte sie an der Theaterhochschule Schauspielkunst. Weiters absolvierte sie auch ein Studium der Germanistik. In dieser Zeit begann dann auch ihre vielseitige Karriere als Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, aber auch als Moderatorin. Im Jahr 1990 traf Irene Langemann die Entscheidung, dann Russland zu verlassen. Seitdem ist Köln ihre Heimat geworden, wo sie auch als Moderatorin im Auslandfernsehen, unter anderem der Deutschen Welle, wenn ich mich recht erinnere, arbeitete. Ihre Leidenschaft für das Filmemachen, für die Filmindustrie, führte sie schließlich auch in die Produktion von Dokumentarfilmen, wo sie sich vor allem mit der Entwicklung von den Gesellschaften in Russland, aber auch anderen post-sowjetischen Gesellschaften und Staaten auseinandersetzte. Ihre Dokumentarfilmproduktionen erreichten international eine weite Anerkennung und wurden auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr dann veröffentlichte Irene Langemann ihren Debütroman mit dem Titel »Das Gedächtnis der Töchter«. Es ist ein Buch, das die bewegende Geschichte einer russlanddeutschen Familie erzählt und nicht zuletzt Langemanns Talent auch als Schriftstellerin untermalt. Danke. Und bevor wir jetzt mit dem Gespräch beginnen, möchte ich den Inhalt des Buches noch ein wenig vorstellen, damit wir alle einen Einblick haben, falls Sie das Buch noch nicht gelesen haben.
Das Gedächtnis der Töchter, 2023 im Verlag Mattes und Zeitz erschienen, beziehungsweise in der Friedenauer Presse, handelt von einer deutschen Familiengeschichte in Russland. Die erste Erzählerin, die wir als Leserinnen kennenlernen, ist die 11-jährige Vera, welche im Jahr 1969 in einer sibirischen Kleinstadt lebt. Sie wird dann eines Tages von ihren Mitschülerinnen aufgrund ihrer deutschen Herkunft als Faschistin beschimpft und stellt sich dann daraufhin die Frage, wo denn eigentlich ihre Wurzeln sind. Nun wird dann in immer abwechselnden Erzählperspektiven die Familiengeschichte aus weiblicher Sicht erzählt, deswegen auch der Titel »Das Gedächtnis der Töchter«. Als Vera einmal krank wird und längere Zeit zu Hause bleiben muss, findet sie eine Familienchronik, beziehungsweise ihre Mutter gibt ihr eine Familienchronik und sie findet das Tagebuch von ihrer Mutter. So erfährt sie dann nach und nach die Geschichte von ihren Vorfahrinnen. Immer eine Vorfahrin wird dann in den Fokus gerückt. Wir beginnen bei ihrer Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter. Die wurde 1746 geboren. Und in deren Erzählung erfahren wir auch ein bisschen die Auswanderung von Deutschland nach Russland. Die Geschichten der Frauen, die danach kommen, beginnen dann immer bei der Geburt von ihnen, setzen mit dem Aufwachsen und später mit dem Familienleben fort und enden dann mit ihrem Tod. Außer natürlich bei Vera und bei ihrer Mutter Anna. Die Geschichte von Anna, also Veras Mutter, wird in Tagebuchform präsentiert, wie ich gerade erwähnt habe, und erzählt vor allem von den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und dem Überleben in einem Arbeitslager. Gerade dieser Zeitraum des Zweiten Weltkrieges wird im Werk sehr intensiv besprochen. Aber auch der Zeitraum des Ersten Weltkrieges und die Frage nach einer möglichen Auswanderung nach Amerika wird aus der Perspektive der jungen Sarah, das ist Veras Großmutter, geschildert. Dabei spielen dann vor allem Einberufungen, sehr grausame Überfälle und Hungersnöte eine wichtige Rolle. Um jetzt noch einmal kurz auf die erste Protagonistin, die wir kennenlernen, Vera, zu sprechen zu kommen. In ihrer Erzählung folgen wir ihr auch zweimal in den Urlaub. Und gerade im zweiten Urlaub kommen sehr viele Fragen und Unsicherheiten von Jugendlichen zum Vorschein. Vera versucht einfach als junge Heranwachsende, als junge Erwachsene einerseits ihre Herkunft zu verstehen, aber andererseits auch ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen Weg zu finden. Ihre Zukunft erfahren wir als Leserinnen nicht. Sie bleibt offen, lässt aber eine sehr willensstarke und wachsende Vera anklingen. Ja, wir haben jetzt von der Kollegin gehört, es kommen sehr, sehr viele Namen im Buch vor. Unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Personen. Da schlage ich gleich mal die erste Seite auf. Zur Übersicht für Sie, da ist ein Stammbaum eingezeichnet von den gesamten Personen, die vorkommen, damit man nicht den Überblick verliert. Den verliert man sonst womöglich leicht. Wir haben uns jetzt zum Anfang natürlich gleich die Frage gestellt, wenn so viele unterschiedliche Generationen in diesem Buch zu Wort kommen, wie sich denn die Recherchearbeiten zu diesem Roman gestaltet haben, wie sie die Erzählungen überliefert bekamen, schriftlich oder mündlich von beispielsweise ihrer Mutter oder ihrer Großmutter. Möchten Sie uns dazu etwas erzählen? Ja, es gab sehr viele Ebenen der Recherchen und vielleicht fange ich damit an, dass ich sehr früh von meinen Eltern an die eigenen Wurzeln, an unsere Herkunft und somit auch an die Geschichte der Russlanddeutschen herangeführt worden bin. Und meine Mutter hat mir in meiner Kindheit, da war ich noch sehr jung, 10, 11, 12 Jahre alt, viele Geschichten aus ihrer Kindheit erzählt, aber auch vor allem aus ihrer Arbeitszeit in der sogenannten Arbeitsarmee, was eine Zwangsarmee war, wo sie unter Gulag-Bedingungen während des Krieges und nach dem Krieg als Holzfällerin arbeiten musste. Und diese Geschichten, die hat sie hat es so plastisch erzählt, dass sie sich bei mir auch sehr stark eingeprägt haben. Später in den 80er Jahren, da lebten wir noch in Moskau, fing sie an, diese Erinnerungen aufzuschreiben. Das war die Perestroika-Zeit und wahrscheinlich hatte sie da damals plötzlich, also diese Angst verloren, weil sie lebte immer in der Angst, denunziert oder
angezeigt zu werden. Und da fing sie plötzlich an, das aufzuschreiben. Und da dachte ich schon, ich werde ein Buch schreiben. Dann sind wir dann später nach Deutschland ausgewandert. Und ich habe Ende der 90er Jahre damit angefangen, den Roman zu schreiben. Und die 6 weiblichen Hauptfiguren, die waren schon damals so angelegt. Und auch der große Zeitrahmen, also die vom Ende des 18. Jahrhunderts in Westpreußen bis in die 1970er Jahre in der Sowjetunion, sowie auch die ganze Geografie der Geschichte, die war damals schon angelegt. Aber ich habe es damals chronologisch erzählt und ich merkte irgendwann, dass mich einerseits, dass ich die Geschichte, die Erzählung zu brav, zu einförmig, zu distanziert empfinde, einerseits. Auf der anderen Seite war der Block des Zweiten Weltkriegs und der ganze Leidensweg der Familie und auch dieses unerträgliche menschliche Leid und der Schmerz, das war in so einem großen Block zu geballt. Die ganze Tragik war kaum zu ertragen. Und ich dachte, ich muss einen anderen Weg finden, um die Geschichte anders zu erzählen. Aber ich hatte damals noch keine Lösung gefunden und ich habe es etwas liegen gelassen. Und ich hatte auch viele Filme zu der Zeit und das Manuskript blieb dann so mehrere Jahre liegen. Und 2010 war ich zu Filmrecherchen in Moskau und zwar bei dem zweiten Chodorkowski-Prozess. Und das war eine komplett bizarre Situation. Draußen, es war Sommer, pulsierte so das unbeschwerte Großstadtleben des 21. Jahrhunderts. Und im Gerichtssaal fand ein Prozess statt wie zur Stalinzeit. Chodorkowski saß im Käfig, lächelte seine Mutter an, die in der ersten Reihe saß. Und auf der anderen Seite war die Staatsmacht und die jungen Staatsanwälten in Uniform und die Richterin, die sprachen in einem Sprachduktus, der mich erschüttert hat. Und das war wirklich so der Sound der Stalinzeit. Und in diesem Gerichtssaal, in diesen Stunden, fand ich die Idee für meinen Roman. Also ich hatte die Idee gehabt, dass sich die Zeitebenen ineinander schieben, dass sie sich verzahnen, dass sie sich verweben, so dass das Gefühl entsteht, dass in diesem Land die Spirale der Gewalt und der Repression immer wieder aufs Neue in Bewegung kommt, so wie wir das jetzt leider auch in erschütternder Weise erleben. Und aus dem Filmprojekt ist nichts geworden, weil die Anwälte von Chodorkowski nicht kooperiert haben. Ich bin dann zurück nach Deutschland und ich habe sofort angefangen zu schreiben. Und zwar habe ich da genau diese beiden Erzählperspektiven entwickelt, die Perspektive des Kindes und die Perspektive der Mutter. Und die Erzählperspektive des Kindes geht, das ist auch die Gegenwartserzählung des Romans, die spielt von 1969 bis 1974, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte von Vera und in dieser Zeitspanne erfährt sie durch die Erinnerungen, durch die Erzählungen ihrer Mutter auch ihre eigene Geschichte. Und die Erzählperspektive von Anna, die die eigentliche Hauptfigur des Romans ist, sie geht immer in die Vergangenheit, in ihre eigene und in die Vergangenheit der Familie, weil sie ist die Familienchronistin. Und ich habe diese Gestalt dann so, also diese Figur so gestaltet, weil es gibt ja sehr viele Zeitebenen im Buch und die unbekannt sind. Habe ich mir überlegt, wie erzähle ich das, diese historischen Hintergründe, damit es organisch in die Erzählung des Romans mit einfließt. Und da hatte ich diese Idee, die Hauptfigur Anna zu der Familienchronisten zu machen, um durch ihre Aufzeichnungen dann die Geschichte auch einfacher zu erzählen. So, das war jetzt die Vorgeschichte und ich habe dann 10 Jahre an dem Roman gearbeitet, immer in den Pausen zwischen den Filmproduktionen und oder im Urlaub. Und die größte Herausforderung war, immer wieder zurückzukommen zu den Figuren, zu den Geschichten. Und ich habe es immer wieder gemacht, weil die wichtigste Motivation, dieses Buch zu schreiben, war für mich das tragische Schicksal meiner Großmutter väterlicherseits. Und ich wollte diese Geschichte erzählen, damit die Erinnerung nicht ausgelöscht wird.
Stichwort Herausforderung, auch diese tragischen Geschichten, die darin vorkommen, Kriegszeit, Leiden. Wie herausfordernd war denn für Sie der Schreibprozess, dieses Buch zu schreiben, im Hinblick vor allem jetzt auf Ihre Gefühlsebene, auf Ihre emotionale Ebene, da doch Stellen drin sind, die sehr ähnlich zu Ihrer wahren Familiengeschichte, Geschichte sind? Ja, das war schon natürlich sehr emotional und bewegend, vor allem natürlich die Kapitel, die im Zweiten Weltkrieg handeln. Und ich habe im Schreibprozess gemerkt, dass ich mich von dem Autobiografischen immer mehr entfernt habe, dass ich eine Distanz zu den Figuren gefunden habe. Natürlich waren sie immer da, also ein Roman schreiben, es ist immer dabei. Man ist mal bei der Figur, mal bei der anderen Figur und überlegt sich Tag und Nacht, wie könnte diese Entwicklung gehen oder die andere Entwicklung. Aber trotzdem war es natürlich auch, ging es mir sehr nah, weil es auch etwas sehr Persönliches war. Und ich hatte ja natürlich die Erinnerungen meiner Mutter und ich hatte sie, das waren keine Tagebuchaufzeichnungen, das waren Erinnerungen. Und ich hatte in der ersten Phase sie fast 1:1 übernommen. Und da habe ich aber gemerkt, dass es erstens sprachlich nicht stark genug ist. Es ist zweitens, dass sie so eine Opferhaltung hatte. Und das wollte ich um jeden Preis vermeiden. Ich wollte keine Larmoyanz. Und das Dritte war, dass es auch eine gewisse Verharmlosung da war. So als ob sie Angst hatte, die Brutalität der Staatsmacht auch als Brutalität zu benennen. Und da habe ich angefangen, auch mit einer Sprachreduktion. Das war ganz wichtig, auch diese unterschiedlichen Sprachebenen zu finden. Die Sprache des Kindes und die Sprache der Mutter. Und bei dem Kind war es auch für mich klar, das ist sprunghaft und das ist etwas spleenig und auch sehr fantasievoll. Und die Sprache der Mutter ist eher reduziert und sehr genau, weil sie ist ja die Chronisten der Familie. Und auf diesen Ebenen habe ich das dann auch versucht, das war auch eine große Herausforderung, und vor allem, wie verzahnt man diese beiden Ebenen, wie kommt man aus einer Sprachebene in die andere Ebene, das war auch natürlich eine große Herausforderung. Und bei den Kapiteln über die Zwangsarmee und das Leben im Lager, das ging mir sehr nah, und da musste ich den Schreibtisch verlassen, da musste ich rausgehen und ich habe mir vieles ergangen, also ich bin viel gegangen, gelaufen, und da kamen auch Ideen oder ja, es war auch so ein Prozess, vielleicht unter dem Motto weniger ist mehr, also diese sprachliche Reduktion vor allem in den Kriegskapiteln, das war ein Ziel, ja. Sie haben ja gerade auch erwähnt, dass das Schicksal Ihrer Großmutter recht ausschlaggebend für das Entstehen des Buches war. Die Recherchearbeit basiert ja unter anderem auf persönlichen oder geschichtlich wahren Dokumenten. Im Buch selbst, wie gestaltet sich denn da dieses Verhältnis zwischen Fiktion und Fakt? Ja, das werde ich sehr oft gefragt, wie viel Fiktion, wie viel Autobiografisches im Roman ist. Das kann man natürlich schwer in Prozent sagen, weil sich das alles dann auch vermischt hat. Ich würde sagen, ein Drittel ist vielleicht autobiografisch oder biografisch und zwei Drittel sind fiktional. Natürlich, die Figur von Anna, sie ähnelt sehr meiner Mutter. Und Vera ist natürlich mein alter Ego. Ich bin in dieser kleinen sibirischen Kleinstadt groß geworden. Und natürlich sind auch meine Erinnerungen da eingeflossen. Oder auch diese Stigmatisierung als Faschisten. Natürlich habe ich das auch erlebt. Aber Vera bleibt trotzdem eine Romanfigur, genauso wie Anna. Und die Figur von Sarah, die Großmutter von Vera, das ist für mich eine Figur, in die meine beiden Großmütter quasi eingeflossen sind, die ich nie kennengelernt habe, die vor meiner Geburt gestorben sind. Und das Unglaubliche ist, dass die Figur, meine Großmutter väterlicherseits, sie wurden 1941, wie alle Russlanddeutschen, aus dem europäischen Teil der Sowjetunion nach Nordkasachstan oder Sibirien deportiert. Und in meiner Familie passierte Folgendes. Sie mussten innerhalb von 24 Stunden ein Handgepäck zusammenstellen
und ihre Häuser, ihre Wohnorte verlassen. Und in diesen 24 Stunden ist mein Großvater an einem Herzinfarkt gestorben. Und meine Großmutter ging mit ihren 5 Kindern, mit den jüngeren Kindern, in die Verbannung. Sie hatten nicht einmal ein Foto da. Und wenn ich von meiner Großmutter mütterlicherseits noch Fotos hatte, hatte ich kein einziges von meiner Großmutter väterlicherseits. So dass diese Figur von Sarah ist eine Fantasiefigur. Es ist, beziehungsweise ich kenne natürlich die Hintergründe des Lebens meiner Familie aus jener Zeit, aber trotzdem ist es eine fiktionale Figur. Und wie gesagt, ich hatte nicht mal ein Foto von meiner Großmutter väterlicherseits. Nachdem der Roman erschienen ist, 3 Monate nach der Erscheinung, schickt mir mein Bruder ein Scan von einem Foto, was meine gesamte Familie väterlicherseits zeigt, aufgenommen 2 Jahre vor dem Krieg. Und dieses Foto hatte ein entfernter Verwandter der Großfamilie, den ich nicht kannte, weil ich natürlich recherchiert habe, ob es Fotos gibt, hat es gefunden, gescannt und ich habe es dann bekommen. Und das war dann so der wundersame Weg, dass aus der Romanfigur plötzlich dieser Weg zu meiner echten Großmutter entstanden ist und ich sie plötzlich auch gesehen habe. Ne? So, das sind so verschiedene Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe. Ja, doch. doch. Genau, wir haben jetzt sehr viel über den Inhalt und die Geschichten und wie es zu der Entstehung der Geschichten gekommen ist, gehört. Was war denn der ausschlaggebende Punkt für Sie, jetzt diese Geschichten, diese Familiengeschichten gerade in einem literarischen Werk festzuhalten und nicht in einer anderen Form? Sie sind ja auch Filmemacherin. Warum gerade ein literarisches Werk? Ja, mein erster Impuls war ja, wie ich schon erzählt habe, einen Roman zu schreiben, womit ich in den 90er Jahren angefangen habe. Ich war zu der Zeit schon hauptberuflich Filmemacherin und ich habe es auch versucht, als Drehbuch zu einem Spielfilm zu entwickeln. Und leider Gottes habe ich die Finanzierung nicht zusammenbekommen. Es ist natürlich so ein historischer Stoff, kostet Millionen und das ist dann nicht zustande gekommen. Und aber wahrscheinlich auch aufgrund dieser Mehrschichtigkeit oder der Vielstimmigkeit, was man eigentlich in einen Film sehr schwer mit einbringen kann, habe ich mich dann für diese Form entschieden, für diese Geschichte, die auch 6 Generationen umfasst, was ja auch dann in einem Film auch nicht so einfach ist. Was ist denn jetzt zum Beispiel der Mehrwert von dieser literarischen Geschichtserzählung? Inwiefern kann denn Literatur Ihrer Meinung nach solche komplexen historischen Ereignisse, wie es diese im Buch sind, anders darstellen als zum Beispiel ein Film oder eine alltägliche Berichterstattung? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, ich kann das wahrscheinlich nur persönlich beantworten. Ich meine, ich jetzt auch durch die Lesungen höre ich sehr oft, dass es sehr filmisch geschrieben ist, dass man sehr viele Szenen liest, die wie Film vorkommen. Und das kann ich natürlich schwer trennen. Im Vordergrund stand für mich immer die Sprache. Die Sprache, wie ich schon erwähnt habe, des Kindes und der Mutter. Und, aber natürlich sind da Bilder, die dann auch entstanden sind, wie die erste Szene im Buch. Also ich habe es auch erlebt, also in der ersten Szene wird Vera als Faschisten beschimpft von ihren Klassenkameraden und ich habe diese Stigmatisierung auch erlebt. Und das Bild, was ich dann für den Roman ausgewählt habe, ist, wie das Kind durch diese Kränkung die Flucht ergreift und auf die vereiste Eisenbahnbrücke über den Gleisen flüchtet. Und dieses Bild, ein Kind, Winter, Schnee, Gleise, das ist etwas, was sehr viel erzählt, was auch symbolischen Charakter hat. Und so bin ich auch in vielen Kapiteln auch vorgegangen. Manchmal waren zuerst die Worte da und aus ihnen haben sich Bilder entwickelt. Manchmal hatte ich Bilder vor Augen, aus denen sich dann Worte oder Situationen entwickelt haben. Und so bin ich vorgegangen. Und ja, ich glaube auch, so eine Form eines Romans, das ist etwas nachhaltiger möglicherweise als ein Film, der in ein paar Stunden vorbei ist und
Das ist doch etwas Bleibenderes, würde ich sagen. Diese symbolische Wirkung, die Sie angesprochen haben, die ist uns beiden sehr stark aufgefallen, dass der Roman Bilder im Kopf entstehen lässt. Sie beschreiben alles sehr detailreich und sehr genau. Danke. Gibt es da irgendwelche bestimmten Arbeitstechniken, die Sie in Ihrer filmischen Arbeit verwenden oder gerne verwenden und dann hier auch beim Schreiben irgendwie mit einfließen lassen konnten? Ja, es war für mich erstmal auch eine Herausforderung, weil bei der filmischen Arbeit ist man ja immer im Team. Es gibt den Kameramann, es gibt den Produzenten, mit dem man Sachen bespricht. Es gibt auch immer den Prozess oder auch mit dem Cutter, mit dem man die Erzählung am Schneidetisch formt. Und hier ist man ja sehr allein und man muss sich sehr fokussieren, konzentrieren auf diese eine Erzählperspektive. Und das war für mich natürlich nicht immer einfach. Und ich muss sagen, ich habe das Buch bis zu Ende allein geschrieben. Ich hatte eine Freundin, die in der ersten Phase mich beraten hat. Danach ist sie leider gestorben. Und so ist es so, dass ich immer allein mit den Figuren und dem Buch war und auch immer das Gefühl hatte, es muss jetzt endlich zu Ende kommen. Dann kam die Pandemie und zwei Filmprojekte brachen zusammen, weil man nicht reisen durfte, weil man nicht filmen durfte. Und da habe ich das zu Ende geschrieben. Und also es war immer in mir, immer bei mir, bestimmte Techniken. Ja, weiß ich nicht. Also viel Disziplin, viel überlegen, auch wie die Figuren sind und wie die Geschichten sich entwickeln könnten. Also eher viel in mich hineinhören, aber dann auch die Sprache zu finden, die auf präzise sein muss und einprägsam sein muss. Sie haben jetzt ja auch schon öfters erwähnt, die verschiedenen Zeitebenen, die verschiedenen Perspektiven. Die Erzählungen von den Vorfahrinnen werden ja immer durch Veras Geschichte unterbrochen. Können Sie noch einmal oder einmal genauer darauf eingehen, wie es denn zu dem Entschluss gekommen ist, diese unterschiedlichen Zeitebenen übereinander zu legen und eben nicht chronologisch zu erzählen und auch vielleicht welche Wirkungen denn damit beabsichtigt waren? Ja, also der Hauptgrund, diese verschiedenen Ebenen zu entwickeln, war, was ich schon gesagt habe, dass es unerträglich war, in einem Blog das ganze Leid und das Elend zu ertragen als Leserin für mich selbst. Und ich dachte, durch die Perspektive des Kindes ist das aufgelockert. Und es ist ja auch immer abwechselnd. Diese schwierigen Erlebnisse in der Kriegszeit, die wechseln sich ab mit den Kapiteln von Vera. Das ist sehr genauso strukturiert. Also was im Schreibprozess auch ganz wichtig war, beziehungsweise das war schon im Lektorat. Ich hatte eine wunderbare Lektorin, Angelika Klammer aus Wien, und das Lektorat fing im April 22 an, kurz nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Und ich war selbst in so einem ohnmachts- und fassungslosen Gefühl, und weil ich sehr viele Menschen in der Ukraine kenne, vor allem aus diesen Gebieten, wo der Krieg begonnen hat, und weil die Romanhelden auch aus diesen Gebieten kommen, aus dem Gebiet Saporizhia, aus dem Gebiet Dnipro. Und das war für mich plötzlich so ein Gefühl, dass die Vergangenheit war plötzlich in der Gegenwart angekommen. Und dann saßen Angelika Klammer und ich in Wien und haben auch zusammen überlegt, wie kann man mit diesem neuen Wissen, mit diesen neuen Emotionen, wir sind mitten in Europa und es ist plötzlich ein Krieg ganz in der Nähe, wie geht man damit um? Und wir sind zusammen so den Weg, beziehungsweise sie hat mir vorgeschlagen, dass man das noch eine größere Reduktion macht, sprachliche Reduktion, dass alles, was in den Kriegskapiteln niedlich war, in Verbindung mit einem Kind zum Beispiel, alles, was harmlos war, dass man das wegnimmt, streicht, und dass man quasi in dieser sprachlichen Reduktion, wo manchmal nur einzelne Worte vorkommen, auch diesen Charakter der Erstarrung oder den Staccato-Rhythmus gibt es besser wieder als jetzt eine beschreibende Erzählung. Und diesen Weg bin ich dann auch noch gegangen. Und und
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie den Fokus im Buch bei den verschiedenen Erzählebenen eben ausschließlich auf die weiblichen Figuren gelegt haben? War es Ihnen hier wichtig oder eher warum war es Ihnen wichtig, denn hier wirklich die Frauen zu Wort kommen lassen? Ja, es war ja so, für mich stand eigentlich keine andere Erzählperspektive zur Disposition, weil ich habe das ja von meiner Mutter erfahren und meine Mutter hat es von ihrer Mutter erfahren, also über die Vergangenheit der Familie. Und so entstand die Idee, dass es von Mutter zu Tochter weitergegeben wird, auch in dem Roman. Und es waren, warum Frauenperspektive, also ich kann mich daran erinnern, wie meine Mutter mir erzählt hat, bei der Zwangsmobilisierung im Zweiten Weltkrieg. Es wurden ja alle Russlanddeutschen, zunächst Männer am Anfang des Krieges, in die Zwangsarmee mobilisiert und später 1943 alle Frauen im Alter zwischen 16 bis 45 Jahren. Und Frauen, deren Kinder älter als 3 Jahre waren, wurden auch alle eingezogen. Das heißt, diese Kinder sind dann allein zurückgeblieben, weil die meisten Väter waren ja auch schon in der Zwangsarmee. Nur die Kinder, die Großeltern hatten, die hatten das Glück, noch in der Familie groß werden zu dürfen und sind so aufgewachsen. Die anderen kamen in sowjetische Waisenheime. Und diese Beschreibung, wie dieser Schmerz der Frauen, die ihre Kinder zurücklassen mussten. Das hat meine Mutter so plastisch erzählt, dass es hat sich wirklich so eingebrannt in meinem Gedächtnis. Und deswegen, es gab noch andere Episoden, zum Beispiel in der Zwangsarmee, wie sie es beschreibt, während der Schneeschmelze arbeiteten sie in der Taiga und die Frauen standen bis zu den Hüften im tauenden Schnee und die jungen Frauen haben sich gefragt, werden wir jemals noch Kinder bekommen können? Und all diese Fragen von Mutterschaft und Frausein, vor allem so wie Sklaven behandelt zu werden, unter schrecklichen Bedingungen, Gulag-Bedingungen, in Baracken zu leben und 16 Stunden am Tag als Holzfällerin zu arbeiten, als Frau, das dachte ich, das ist etwas, was besonders stark wirkt. Und es gibt mehrere Bücher von russlanddeutschen Autoren über diese Zeit. Und die werden immer von der Perspektive von Männern erzählt. Und das ist das erste Buch, das ist auch das Alleinstellungsmerkmal, das aus der Frauenperspektive erzählt. Eingangs hatte ich erwähnt, dass Sie zweisprachig aufgewachsen sind, Russisch und Deutsch. Kurz zur Einordnung, im Buch gibt es zahlreiche Textpassagen, in denen die Interaktion bei den Figuren auf Blattdeutsch verläuft. Jetzt eine Frage an Sie. Kann man das sagen, Sie sind doch eher dreisprachig aufgewachsen? Sprechen Sie selbst heute noch Blattdeutsch? Jo, ich rede ein bisschen Plotitsch. es ist so, die Romanfigur Vera sagt im Roman, ich spreche 2,5 Sprachen, Deutsch, Russisch und Plautitsch, das Mennonitenplattdeutsch meiner Eltern. Und Plautitsch hält sie für eine halbe Sprache, weil es für sie keine Lexika gibt. So bin ich auch groß geworden. Und meine Eltern haben in meiner Kindheit Plautisch gesprochen miteinander und sie dachten, so wie Eltern das tun, dass sie denken, die Kinder verstehen die Sprache nicht, aber irgendwann haben wir sie natürlich auch verstanden. Aber mit uns Kindern haben sie Hochdeutsch gesprochen und Russisch war verboten. Es war verboten, Russisch zu Hause zu sprechen und das fanden mein Bruder und ich gar nicht lustig. Aber mein Vater, der Deutschlehrer war, meine Mutter war Kinderärztin, die hatten in ihrer Kindheit noch und Jugend deutsche Schulen besucht. Also man muss sich so vorstellen, dass die Russlanddeutschen bis zu der Oktoberrevolution 1917 in geschlossenen deutschen Kolonien gelebt hatten. Sie hatten eine eigene Verwaltung, sie hatten deutsche Schulen, sie hatten deutsche Gebetshäuser, Kirchen. Und so sind meine Eltern auch groß geworden und sozialisiert worden. Und das war das große Glück für mich, dass ich in so einer Familie groß geworden bin, wo Bildung eine sehr große Rolle gespielt hat. Und wir hatten zum Beispiel 2-3 Mal die Woche oder auch öfter Deutschunterricht zu Hause mit Grammatik, Diktate schreiben, Aufsätze schreiben. Wir hatten eine große Hausbibliothek und das war alles sehr toll von meinen Eltern durchgezogen worden. Welchen Stellenwert hatten das Blattdeutsche auch heute noch in Ihrem Leben?
Also in meinem Leben kein Wohl, beziehungsweise also meine Mutter, als sie noch lebte, und meine Tanten, die haben untereinander sich auf Plautitsch unterhalten. Und es ist so, dass in Deutschland leben ja inzwischen 2,5 Millionen Russlanddeutsche und 8% ungefähr sind sogenannte Nachkommen der Mennoniten, der Plautitschen. Es gibt auch so Gegenden, wo die meisten wohnen, also zum Beispiel im Kreis Detmold-Lippe oder auch in Rheinland-Pfalz. Und es gibt einige Versuche, diese Sprache, die ja konserviert geblieben ist. Es ist ja so eine Mischung aus Niederdeutsch und Friesisch. Und das hat sich in Ostpreußen und Westpreußen noch ein bisschen entwickelt. Und als sie dann in die jetzige Ukraine, damals Südrussland, gegangen sind und durch das Leben in den geschlossenen Kolonien, haben sie diese Sprache bewahrt. Ja? Und die ist dann so konserviert auch wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und es gibt interessanterweise auch so Online-Wörterbücher, Plautitsch, Deutsch, Deutsch, Plautitsch. Und es gibt auch Vereine, die das kultivieren und auch sogar jetzt Bücher herausgeben auf Plautitsch. Dann würde ich jetzt gerne noch den Bogen zu einem letzten Thema spannen. Und zwar ist im Buch dieser Kreislauf zwischen Fortschritt und gewaltvoller Enteignung sehr klar ersichtlich. Veras Vorfahrinnen kommen als mennonitische Minderheit nach Russland. Sie bauen sich ein Lebensumfeld auf. Sie machen vor allem in der Landwirtschaft sehr große Fortschritte. Das wird dann meistens wieder sehr gewaltvoll enteignet und zerstört, bis irgendwie wieder nichts mehr da ist, damit wieder neu aufgebaut, wieder zerstört dieser Kreislauf eben. Welchen Einfluss hat dieser denn auf das Leben der Protagonistinnen und Protagonisten im Buch? Und inwiefern lässt sich hier denn auch ein Bezug oder ein Bogen zur gegenwärtigen Situation in Russland und der Ukraine herstellen? Ja. Also mein Buch konzentriert sich ja auf die mennonitischen Einwanderer. Es gab mehrere Einwanderungswellen aus Deutschland nach Russland. Und zwar die erste war 1763 bis 67. Und das waren vor allem Bauern und Handwerker, die aus Bayern, der Pfalz und Hessen in das Wolga-Gebiet gegangen sind. Und da haben sie die Steppe urbar gemacht und auch prosperierende Kolonien und Dörfer errichtet. Und dann kam die zweite Einwanderungswelle, das waren die Mennoniten aus dem Weichseldelta, und sie kamen auf Einladung der Zarenfamilie mit. Die Mennoniten waren Pazifisten und die Zarenfamilie gab ihnen das Versprechen der ewigen Freiheit, also der Befreiung vom Militärdienst. Diese ewige Freiheit hat gerade mal 50, 60 Jahre gehalten, und dann mussten auch die Mennoniten Dienst in der Armee leisten. Aber das war dann so geregelt, dass sie in Waldbrigaden diesen Wehrdienst geleistet haben. Und sie bauten prosperierende Kolonien auf, vor allem in diesen Gebieten, was heute die Ukraine ist, Dnipro, was früher Ekaterinburg war, und Saporizhzhia, was früher Alexandrowsk war. Und sie waren sehr stark an der Industrialisierung beteiligt. Sie haben sehr viele Manufakturen aufgebaut und auch später in der Zeit der Industrialisierung in der Sowjetunion waren das die großen Industriekomplexe, die in diesen Gebieten aufgebaut worden sind. Und ja, die Tragödie der Geschichte ist, dass jetzt genau da diese schweren Kämpfe stattfinden in der Ukraine. Man weiß jetzt nicht, was da noch erhalten geblieben ist. Als ich zu Recherchen da war, das war 2015, gab es ganz wenige Gebäude in der Gegend, die noch funktionabel waren und die noch standen, und es gab ein kleines Museum, sonst gab es kaum etwas, und ich denke im Moment wahrscheinlich gibt es gar nichts mehr. Mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir hätten noch Zeit, wenn Sie uns gerne eine kleine Passage aus Ihrem Buch vorlesen würden. Okay. Würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Welche? Ich habe es dort markiert. Also Seite 56 wäre es. Ein bisschen für den Einblick in das Buch und in Veras Geschichte. Wir befinden uns auf Veras Zeitebene.
Also Vera ist 11 Jahre alt und ist krank und muss zu Hause im Bett bleiben. Ich blicke nach draußen. Ackelbeck steht vor dem Staketenzaun, raucht eine Papierossa. Die Sonne blendet ihn. Seine Schlitzaugen sehen wie dunkle Spalten aus. Die alte Popowsche geht mit zwei randvoll gefüllten Eimern auf dem Schulterjoch vorbei. Aus einem Eimer schwappt Wasser. In unserer Straße stehen 12 Häuser. Tagsüber geschieht wenig vor meinem Fenster. Ich greife nach dem Heft mit Mutters Aufzeichnungen. Am Anfang konzentriert sie sich darauf, die Vorgeschichte der Auswanderung zu beschreiben. Sie stützt sich dabei auf die Erinnerungen an die Notizen ihres Vaters, der viele Hefte mit Daten, Orten, Namen und Zahlen gefüllt hat. Im Krieg sind die Notizen verloren gegangen. Aber Mutter hat ein sehr gutes Gedächtnis. 1786 bereiste eine Mennonitendelegation aus Danzig die südrussischen Ländereien am Fluss Dnepr und fand die Bedingungen für eine Ansiedlung verlockend. Zurück in Westpreußen warben sie mit einem Schriftstück des Abgesandten der Zaren Georg von Trappe, der die Strenggläubigen aufforderte, ihre bedrängte Lage zu verbessern und nach Russland zu ziehen. Er riet ihnen, die Sache gründlich zu überlegen, denn sie seien freie Menschen. Und ein freier Mensch habe das Recht und die Macht, seinen Zustand zu verbessern. Die nächsten Seiten sind Abraham Klassen gewidmet, der die Bruderschaft zum Aufbruch anspornte. Bei den Sonntagsandachten übte er das Amt des Predigers aus. Er besaß die Ruhe, sich mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen und fasste seine Gedanken in klare Worte. Sein Vorbild war der Stammvater der Israeliten. Abraham glaubte, Gott habe ihm die Verantwortung für die Gemeinde auferlegt, so wie seinem Namensvetter in der Bibel. Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham Klassen, mein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Wie sah er aus? Ich betrachte das Rembrandt-Bild, den gebeugten Körper des Vaters, seinen ergrauten, in der Mitte geteilten Bart. So muss Abraham ausgesehen haben. Halb geschlossene Augen, müder Gesichtsausdruck, eine längliche Nase, die hohe Stirn. So gefällt er mir. Die Hoffnung, reichlich Ackerland zu besitzen, beflügelte Abraham. Von seiner Scholle konnte er nur mit Mühe und Not die Familie ernähren. Das Land im Weichseldelta wurde immer knapper. Wie die meisten Mennoniten hatten auch die Klassens viele Nachkommen. Abraham redete auf seine Frau ein, erklärte die Vorteile der Auswanderung. Doch Margarete blieb stur. Lieber Armut in Preußen als Ungewissheit im fremden Russland. Zudem waren die Kinder klein, das nächste unterwegs, die Strapazen der Reise unwägbar. Abraham gab die Überredungsversuche auf, verfolgte jedoch die Nachrichten aus Russland. Über 200 Familien, Bauern, vermögende Landwirte, Gewerbetreibende aus Danzig und Umgebung, hatten 1789 im Gouvernement Jekaterinoslaw eine neue Heimat gefunden, schreibt Mutter über die erste Auswanderungswelle aus Westpreußen. 500 Rubel und 65 Dessertinen Land, was etwa 70 Hektar ansprach, bekam jede Familie. Doch das Wichtigste waren die Verträge mit der russischen Krone, die den Strenggläubigen die Religionsfreiheit und Wechnaja Svoboda, die ewige Freiheit, zusicherte, die Befreiung vom Militärdienst. Margarete starb 1802. Die Zeit war unruhig. Das neue preußische Dekret verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es machte den Militärdienst zur Pflicht und beschränkte Mennoniten in ihrer Glaubensfreiheit. Abraham dachte an die heranwachsenden Söhne und an die größte Gabe des Geistes, die Liebe, die Teil des Glaubens ist. Der Glaube führt die Brüder und Schwestern zur Ablehnung jeder Art von Gewalt. Ein Mennonit darf nicht gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen. Nach Margaretes Beerdigung und der stillen Vesper
brachten die ältesten Söhne das Gespräch auf Russland. Zu unsicher erschien ihnen die Zukunft in Preußen, zu verlockend die ewige Freiheit im fernen Zarenreich. Abraham stimmte der Auswanderung zu. Schon seine Vorväter waren für die freie Glaubensübung von Friesland nach Holland und später nach Westpreußen gezogen. Nun führte der Glaube sie nach Russland, hält Mutter fest. Sie nahmen Kontakt zu Kolonisten in Russland auf, ließen sich überzeugen, dass für hunderte Familien ausreichend Land am Fluss Molotschna vorhanden war. 1803 fasste die Ältestenkonferenz der preußischen Mennoniten den Beschluss, die Auswanderung zu unterstützen. Dem Auszug von Abraham Klassen und seiner Familie stand nichts mehr im Wege. Herzlichen Dank für diese kleine Leseprobe. Liebe Besucherinnen und Besucher, wir können Ihnen die Lesung von Frau Irene Langemann heute Nachmittag wirklich nur ans Herz legen. Kommen Sie und hören Sie Frau Irene Langemann beim Vorlesen aus ihrem tollen Roman Das Gedächtnis der Töchter gerne zu. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Danke auch für das Gespräch. Ja, ich kann mich dem nur anschließen, vor allem aber auch vielen Dank sagen. Die Lesung heute am frühen Abend ist dann eine Kooperation mit Polit. Petra Nagenkrögel ist schon da, ich freue mich auch drauf. Jetzt machen wir wieder eine ganz kurze Pause und dann gibt's das dritte Gespräch.
Ja, meine Damen und Herren, wir machen weiter. Willkommen zum dritten Teil des Vormittags. Bevor wir starten, sage ich noch etwas. Ich habe während des Gesprächs von Irene Langemann eine SMS bekommen von jemandem, der das Gespräch nicht live anschauen konnte. Sie wissen ja, diese Studierendengespräche werden live über unsere Website im Internet gezeigt. Das wird auch dort bleiben. Also wenn jemand, sagen Sie es bitte auch weiter, wenn jemand das verpasst hat, wer nicht live zuschauen konnte, man kann die Mitschnitte weiterhin anwählen. Und wir werden auch, das habe ich auch auf die Website gestellt, aber ich sage es auch hier noch einmal, wir werden alle Veranstaltungen aufzeichnen und sie werden dann gezeigt, zeitversetzt. Also wer wirklich Rauris live erleben möchte bei den Abendlesungen, der muss hierher kommen. Und das ist auch die Intention dieser Programmierung. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich natürlich auch, dass der Träger des Deutschen Buchpreises da ist, Tonio Schachinger. Herzlich willkommen. Ja, und das Gespräch führt, repräsentiert durch drei Studentinnen, ein erfreulich großes Team an Studierenden der Universität Graz, vorbereitet und betreut auch hier in Rauris von David Wimmer. Herzlichen Dank, ist auch da. Und jetzt darf ich euch das Wort geben. Danke sehr. Also, liebes Publikum, auch liebe Zuseherinnen und Zuseher im Livestream, wir wollen Sie jetzt ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Gespräch mit Tonio Schachinger. Auch danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Die Fragen, die wir heute stellen werden, haben wir eben im Rahmen einer Lehrveranstaltung gemeinsam als Gruppe zusammengestellt. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie heute im Namen von unserer ganzen Gruppe stellen dürfen. Kommen wir jetzt aber zur wichtigsten Person, die hier mit uns sitzt. Tonio Schachinger studierte Germanistik und Sprachkunst in Wien und erlangte bereits 2019 im deutschen Sprachraum Bekanntheit mit dem Debütroman Nicht wie ihr. Und 2023 gewann er dann eben den Deutschen Buchpreis mit der Erzählung Echtzeitalter. Und genau mit diesem Roman haben auch wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt. Echtzeitalter handelt ganz knapp gesagt von der Schulzeit von Tilko Korda, der zwischen seinem Wunsch nach Normalität im Alltag und einer Pro-Gamer-Karriere aufwächst. Der Roman lässt scheinbar ganz gegensätzliche Welten aufeinandertreffen, zum Beispiel Gaming und Literatur, Normalität und das Anderssein, aber auch Generationskonflikte werden behandelt. Und der Till, der befindet sich irgendwie in der Mitte von all dem. Und er muss erst lernen, wie man mit allen Eigenheiten und speziellen Regeln der unterschiedlichen Lebensrealitäten umzugehen hat. Denn er wird im Laufe des Romans mit vielen von ihnen konfrontiert und wächst daran aber auch.
Wir begleiten Till auf seiner Reise von der 1. bis zur 8. Klasse am Marianum in Wien und wir lernen auch viele verschiedene Charaktere aus seinem Lebensalltag kennen. Da sind Menschen dabei, die sein Leben bereichern, wie zum Beispiel die Feli, die dann im Laufe des Romans auch zu seiner Freundin wird. Und andere Charaktere machen ihm das Leben etwas schwerer, wie zum Beispiel sein Klassenvorstand, der Professor Dolina. Und im Großen und Ganzen spielt der Roman aber sehr viel in der Schule. Und mit diesem Stichwort würde ich auch gleich gern zur ersten Frage unseres Interviews überleiten. Ja, danke. Also wir beginnen gleich mit einer richtigen Germanistinnenfrage. Also du hast ja auch immer Germanistik studiert. Quasi, wenn man einen Roman von einem deutschsprachigen bzw. einem österreichischen Autor vor sich liegen hat, der die Schulzeit von einem jungen Mann behandelt, hat man ja unweigerlich einige Referenzgrößen quasi vor Augen. Also jetzt zum Beispiel den Schüler Gerber, zu dem es ja auch inhaltliche Parallelen gibt. Soll oder kann man Echtzeitalter als Schulroman bezeichnen? Kann man das so einordnen? Und wenn ja, war das im Schreiben irgendwie relevant für dich? War das eine wichtige Referenzgröße? Also ich glaube schon, dass man es als Schulroman bezeichnen kann, weil einfach ein großer Teil des Romans in einer Schule spielt. Dann kann man sich, glaube ich, den Begriff schwer verweigern. Aber beim Schreiben hat es keine Rolle für mich gespielt. Also ich habe das nicht so angelegt. Mhm. Und würdest du sagen, dass die Thematik vom Schulroman eine zeitlose ist oder muss man in einem Schulroman heute etwas ganz anders machen als jetzt im Schüler Gerber zum Beispiel? Naja, es ist fast eine anachronistische Thematik, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist in dem Roman auch ein bisschen so. Da ist die, also die Modernität existiert zwar schon, aber aufbauend auf einer sehr anachronistischen Vergangenheit. Ja, der Roman spielt am Wiener Gymnasium, dem Marianum, eben Schulroman. Dieses Marianum existiert in Wirklichkeit so nicht. Allerdings gibt es einige Verweise auf ehemalige Schülerinnen der Schule, auf die Lage der Schule in Wien und Beschreibungen der Schule. Und die sind sehr ähnlich zu dem Theresianum, das du auch selbst besucht hast. Du wirst dann also wahrscheinlich auch aus vielen eigenen Erfahrungen an der Schule Material geschöpft haben. Und da ergibt sich dann die Frage, warum hast du dich entschieden, nicht Theresianum zu schreiben, sondern Namen zu verschlüsseln? Das war wirklich eine rechtliche Entscheidung. Also da hat die Justiziarin von Rowohlt hat das Manuskript geprüft und hat das vorgeschlagen. Und ich war damit einverstanden. Es ist ein bisschen absurd, weil ja eben die Recherche, die dahinter steckt, direkt nachvollziehbar ist. Also man kann, ich weiß nicht, wenn man schaut, wer war Hermann von Trenkwald, was hat der so angestellt und wo war in der Schule, dann kommt man, oder mit allen Verweisen kommt man natürlich schnell auf das Theresianum und trotzdem bin ich im Nachhinein eigentlich fast froh, auch wenn ich selber nicht quasi von mir aus gemacht hätte, weil man jetzt, also es ist immer schwer als Autor zu erklären, quasi selbst wenn man etwas beschreibt, was quasi genau so passiert ist, ist es nicht das. Und es ist trotzdem Fiktion. Und das wäre da auch so gewesen. Also für mich war klar, das ist Fiktion. Diese Schule im Roman ist fiktiv. Und auch wenn die den Namen teilt mit einer echten Schule, dann ist sie trotzdem fiktiv. Und so mit dem Marianum ist es jetzt vielleicht noch einfacher, das zu erklären. Das Marianum ist die fiktive Schule im Roman, das Theresianum die echte Schule in der Realität. Und dass es da Interferenzen gibt, kann man sich dann anschauen. Und auch wenn es jetzt fiktive Schule ist, gibt es eigene autobiografische Erfahrungen, die es trotzdem irgendwie hineingeschafft haben? Irgendwelche Highlights? Natürlich. Okay. Das wird mich noch zu einer weiteren Frage führen. Und zwar, gibt es irgendwelche LehrerInnen von Ihnen oder SchulkollegInnen, die sich in den Charakteren, die Sie da geschrieben haben, sich wiederfinden und sagen, ja, das bin eindeutig ich? Gibt es sicher auch. Also wer, ich weiß nicht, ein paar Leute, die hier sind, waren, glaube ich, bei meiner Lesung auf der Germanistik in Wien, wo eine sehr skurrile Religionslehrerin einen Auftritt hatte, die zu dieser Lesung gekommen ist, um zu schauen, ob sie meine Religionslehrerin war. Und die
mehrmals quasi die Lesung gestört hat, weil sie unbedingt schon ihre Frage stellen wollte. Und dann aber 2 Minuten vor der Fragerunde ist sie dann aufgestanden und gegangen. Also es gibt so eine Sehnsucht danach oder eine Angst davor, sich wiederzuerkennen. Ja gut, wir haben jetzt schon ein bisschen übers Marianum gesprochen und in Echtzeitalter wird ja gleich am Anfang die bröckelnde Fassade vom Marianum beschrieben und es werden schwarze Flecken in der Schulgeschichte irgendwie angesprochen, die dann später im Text durch die Texte von Feli dann nochmal explizit gemacht werden. Und jetzt mit diesen genannten Stellen, auch in Anbetracht vor dem Hintergrund, dass es in Wien spielt, das ja auch nicht historisch nicht unaufgeladen ist, wird im Roman Historia immer eher nebenbei, fast exkursartig irgendwie erwähnt und die Hauptfigur hat damit auch immer nur eher mittelbar zu tun. Trotzdem ist die Vergangenheit immer latent vorhanden. Also sie sucht die Handlung fast wie ein Gespenst irgendwie heim. Und unsere Frage wäre dann, was für dich wichtig, das genauso zu machen? Also das immer so en passant mit einfließen zu lassen? Ja, es ist so, ich glaube schon, dass auch quasi die Art, wie die Welt sich verändert hat um das gedruckte Buch herum, auch das gedruckte Buch beeinflusst und dass man vieles eben nicht erklären muss. Und also das war schon so, dass ich mir gedacht habe, naja, bei jedem dieser, also man kann so Spuren legen und wenn jemand sich dafür interessiert, dann kann das googeln, aber man muss nicht alles ausbuchstabieren, weil es eben, also gerade was so diese Recherchen betrifft, kann man dann quasi den Leuten die Möglichkeit geben, sich da weiter schlau zu machen, wenn sie wollen, aber man muss nicht alles oder man kann auch gar nicht alles, was man recherchiert, in so ein Buch hineinquetschen, ohne dass es irgendwie narrativ darunter leidet. Damit einhergehender spannender Aspekt war die Frage nach dem Milieu, in dem wir uns befinden und die gesellschaftliche Zuordnung der Figuren. Es spielt ja eben in diesem Elite-Internat und dadurch quasi, wenn man jetzt von Klassen redet, werden da unterschiedliche Gesellschaftsgruppen hervorgehoben. Es gibt zum Beispiel eine Passage, wo die Aristos beschrieben werden, also quasi ehemals adelige alte Familien. Es gibt auch diese elitäre Kunstszene, in die sich dann die Feli einzuordnen versucht. Die Feli, bekommt der Leser dann auch mit, versucht generell ist in einer sehr reichen Familie aufgewachsen und versucht das so ein bisschen damit zu brechen, aber es wird auch beschrieben, dass im Endeffekt sie durch ihre Familie und ihre sozialen Kontakte halt eigentlich nie große Probleme haben wird, irgendwie einen Job zu finden oder da abzufallen sozial. Steckt hinter diesen ganzen Aspekten ein sozialkritischer Anspruch? Ja, also es ist, glaube ich, man kann die ganze Welt so sehen in Abstufungen von Privilegien und also die Diskurse, die hier in Europa jetzt geführt werden über Arbeiterkinder und quasi den Zugang zu Literatur und so weiter, da reiht sich dieses Buch ein, aber das ist dann trotzdem, da gibt es auch noch andere Beispiele, weil man kann sagen, jeder, der in einem Land wie Österreich lebt, ist unfassbar privilegiert, global gesehen. Und quasi das, was man über Feli sagt, sie muss sich eigentlich keine Sorgen machen, weil das, was für sie quasi der größte Abstieg ist, für andere immer noch das ist, was zu erreichen, ein ganzes Leben mit harter Arbeit erst ermöglicht. Global gesehen sind wir alle in Österreich so. Das Schlimmste, was passieren kann, immer noch quasi für andere Menschen, das ist, worauf sie ein ganzes Leben hinarbeiten müssten. Und ja, also es gibt, und innerhalb dieser Schule gibt es dann auch ganz viele Abstufungen zwischen Feli und Till, der ja auch nicht arm ist, aber eben im Vergleich zu Feli schon. Und ja, es sind halt immer so Graustufen wie mit allem im Leben. Danke sehr. Also wir haben ja jetzt gerade vorhin schon festgestellt, dass Echtzeitalter durchaus ein Schulroman ist. Wir haben jetzt noch eine andere Beschreibungskategorie gefunden, und zwar
Ist dir auch in den Medien, wenn man Echtzeitalter googelt, immer so der erste Punkt, der aufleuchtet? Und zwar, das ist der Gaming-Roman. Und also Gaming ist ja offensichtlich wichtig im Roman, vor allem Age of Empires. Und der Bezug wird aber doch immer sehr, sehr ausgeprägt so hervorgestellt, schon fast irgendwie, als wäre es so ein bisschen was Exotisches. Und jetzt wollten wir eben dich fragen, wie du zu der Zuordnung stehst. Würdest du sagen, dass Echtzeitalter ein Gaming-Roman ist? Ich glaube, wenn man es mit der Erwartungshaltung liest, dann wird man eher enttäuscht sein, weil dafür ist es halt zu viel Schulroman. Ja. Aber es ist generell halt eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Und wenn man Literatur mag, dann muss man sich halt einlassen auf das, was einem da geboten wird. Und wenn man nach Themen Literatur aussucht, dann wird man von diesem Buch so oder so enttäuscht werden. Weil entweder geht es einem zu viel um Age of Empires oder zu viel um Adalbert Stifter. Aber dazwischen ist kein Platz. Ja. Wir haben noch das Interview mit The Viper, der Age of Empires Spieler, der auch im Roman vorkommt, angeschaut. Und da hast du gesagt, dass ein ganzes Kapitel, wo es nur um Age of Empires gegangen wäre, das ist leider nicht, das hat es leider nicht in die Endfassung geschafft. Und da wollten wir fragen, wäre es ein Gaming-Roman oder eher ein Gaming-Roman geworden, wenn das drinnen blieben wäre? Es wäre sicher ein schlechterer Roman gewesen, wenn das Kapitel drinnen geblieben wäre. Es ist so, das habe ich geschrieben am Anfang, das war meine Idee, wie ich damals auf dieses Thema kommen wollte. Und das wollte ich so ausrollen, startend im Jahr um die Jahrtausendwende und dann die ganze Geschichte von Age of Empires nacherzählen. Und das hat unfassbar journalistisch geklungen und hat überhaupt nicht zum restlichen Ton gepasst. Und deswegen habe ich es rausgenommen, noch bevor ich es der Lektorin gezeigt habe. Das heißt, die kannte das gar nicht. Und nach diesem Interview hat sie mich dann darauf angesprochen, gesagt, hey, was ist eigentlich mit diesem Kapitel, das du da erwähnt hast? Und jetzt werden sie es, glaube ich, in die Taschenbuchversion wird dann so ein QR-Code, weil eigentlich wollten sie es reindrucken, aber das ist problematisch. Und dann wird so ein QR-Code reingedruckt in die Taschenbuchversion, wo man dieses Kapitel dann nachlesen kann, das eben aus guten Gründen nicht im Roman gelandet ist. Also dem muss man nicht nachweinen. Ja, aber wenn es wen interessiert oder vor allem Age of Empire-affine Menschen, also werden es bestimmt, wird schon interessant sein, also mich würde es auch interessieren. Ich glaube, so als Bonus ist es interessant, wenn man es, die Frage war dann auch im Taschenbuch, man kann es nicht, also ich war sehr dagegen, das nach dem Ende zu drucken, weil dann ist die Leseerfahrung, man liest das Buch und dann kommt plötzlich noch irgendein Scheiß. Und ja, deswegen war ich ganz happy, dass wir jetzt so diese Lösung gefunden haben, dass man es, die es interessiert, können sich es anschauen, aber den anderen ist es nicht im Weg in ihrer ästhetischen Leseerfahrung. Ja, gute Lösung eigentlich, ja. Stichwort Gaming. Gaming und Literatur wirken ja im Text wie zwei Welten, die kaum miteinander vereinbar sind. Irgendwie der Till ist ja eher unfreiwillig und Figuren, die sehr literaturaffin sind, also der Dolinar und Tills Mutter, haben jetzt mit Gaming nicht viel am Hut. Passiert das unweigerlich, dass da so eine Art Konkurrenz zwischen Literatur und Gaming, also dass das entsteht? Oder hat sich das durch die Figuren entwickelt oder wie ist das passiert? Also ich kenne viele Leute, die sich für beide dieser Themen interessieren. Und generell, es ist, glaube ich, ein bisschen eine Alterssache, wobei ich jetzt nicht eure Generation oder meine Generation, sondern sagen wir, es gibt wenig über 60-Jährige, die jetzt total Gaming-affin sind, einfach weil es das noch nicht so lange im Ausmaß gibt. Aber zum Beispiel Feli, die sich ja auch für Literatur interessiert und selber schreibt, interessiert sich auch gar nicht für Gaming. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so angelegt als Gegensatz. Und auch das Spiel, das Till spielt, bildet keinen starken Gegensatz zu seiner restlichen Welt, weil er könnte einfach die ganze Zeit GTA spielen und dann wäre es ein, oder Counter-Strike oder so, und dann wäre es ein eindeutiger Gegensatz. Und tatsächlich das Spiel, das er spielt, ist sehr regelbasiert und sehr, setzt sehr viel Vorwissen voraus, um ein gewisses Niveau zu erreichen. Und das ist eben weniger ein Widerspruch zu diesem Literaturkanon aus der Schule, als eigentlich die Spiegelung davon in der Gaming-Welt. Also meinst du, dass der Text vielleicht quasi also zwischen diesen beiden Positionen vielleicht vermitteln kann? Ja, das habe ich einmal behauptet in einem Interview und dann sehr bereut, oh je, gesagt zu haben.
weil dann, ja, dann wird man der Erklärbär und das will ich nicht sein. Aber ja, es ist, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe erst durch die Veröffentlichung des Romans gemerkt, wie viel Aufklärungsbedarf es da noch gäbe und wie das schon für manche Leute etwas extrem Exotisches ist, obwohl es eigentlich eine riesige globale Kultur ist, die in jedem Aspekt der Welt schon in jeden Aspekt hineinragt und aus jedem Aspekt herausragt. Aber in der Kulturbubble ist es ein bisschen anders. Und meinst du, dass dein Buch vielleicht von mehr gaming-affinen Personen eher gelesen wird, die mit Literatur vielleicht sonst weniger zu tun haben? Es wird sicher von vielen Eltern ihren gaming-affinen Kindern gekauft, weil sie vom Bücher widmen. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil dann ist es so ein bisschen wie wenn man ein Kinderbuch schreibt, dann verkauft man das den Eltern, die das für das Kind kaufen. Also es ist eine Person dazwischen, zwischen dem Konsumenten oder der Konsumentin und den Leuten, die das machen. Und das ist da teilweise auch so. Also ich widme extrem viele Bücher, wo dann Leute sagen, ja, mein Sohn spielt auch so gern. Und das tut mir dann immer leid für diese Kinder, die dann diese Bücher kriegen. Aber sie müssen es ja nicht lesen. Ja, danke. Noch eine Frage zum Gaming. Es geht in einer Stelle im Text auch um die besondere ästhetische Qualität von Videospielen. Sie würde es wie kaum etwas schaffen, einen in die Welt hineinzuziehen, sagt Till. Also das Immersionspotenzial wird hervorgehoben. Es wird auch geschrieben, dass das beim Gaming oft sogar schneller und einfacher funktioniert, wie vielleicht in der Kunst und in der Literatur, also wo das manche Bücher vielleicht nicht jedes Buch so schafft in dieser Form. Würdest du sagen, Gaming ist für dich auch Kunst, beziehungsweise spiegelt sich darin dein eigener Anspruch an die Kunst, ist dein die höchste Qualität an Kunst die Immersion? Nein, das würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass es Kunst ist, weil alles Kunst ist und demnach ist Gaming natürlich auch Kunst. Und die Frage der Immersion ist wieder ein bisschen eine andere, aber ich glaube schon, dass das ist, was auch jetzt oft Eltern zum Beispiel Angst macht, deren Kinder irgendwie viel spielen, weil sie sich denken, okay, die kippen da so rein. Aber man kann sich das auch historisch anschauen, wie nach der Entstehung des Romans die Gefahren des Romanlesens beschrieben wurden. Da war ja auch, also wir sehen jetzt immer alles so, jetzt sagen die Eltern, ja super, dass du liest. Und früher haben die Eltern gesagt, du ruinierst dir die Augen, wenn du da noch liest. Und ganz früh haben sie gesagt, Frauen sollten keine Romane lesen, weil sonst werden sie unfruchtbar. Und ich weiß nicht, es ist so, die Frage der Immersion ist sehr interessant, finde ich, weil, also in, was ein Buch auslöst oder Literatur generell ist, dass man weggeführt wird von da, wo man ist. Und wenn das funktioniert, dann ist das eine ästhetische Erfahrung. Man sitzt im Zug, schlägt ein Buch auf und idealerweise vergisst man dann, dass man im Zug sitzt, wie man heißt, wer man ist und so weiter. Und das gelingt aber natürlich nicht immer. Und das gelingt aber auch nicht bei Computerspielen immer. Der Unterschied ist, wenn man einmal ein Computerspiel gefunden hat, das einem gefällt, dann kann man 200 Stunden diese Art von, also dann dreht man auf und man hat sofort die Immersion. Während in der Literatur verbringt man auch viel Zeit in diesen Welten. Aber ich glaube nicht, dass es so garantieren kann, einen abzulenken, wie es Gaming kann. Man kann auch gefährlich sein, wenn man dann die nächste Zughaltestelle vielleicht verpasst, weil man so im Buch versunken ist. Ja, also ich fahre sehr viel Zug, hauptsächlich in Deutschland, was schrecklich ist. Und oft arbeite ich dann im Zug, weil ich mir denke, es ist eh scheiße und dann schreibe ich jetzt irgendwelche Mails, also arbeiten jetzt so organisatorische Sachen. Und manchmal nehme ich dann doch ein Buch raus und da vergeht die Zeit schon viel schneller. Und es ist auch, glaube ich, es ist jetzt nicht so als der Gegensatz gemeint, auch was die Immersion betrifft, wie es vielleicht dann in dieser einen Szene rüberkommt. Weil am Ende ist das ja ein Buch und soll auch die Leute irgendwie hineinziehen in diese Welt. Und insofern wäre es absurd, Kunst oder Literatur diese Fähigkeit abzusprechen, wenn man es ja eigentlich selber auch darauf hofft, dass das funktioniert. Abgesehen vom Gaming greifst du im Roman ja auch
irgendwie noch andere Themen da von Jugendkulturen auf, wie zum Beispiel Rapmusik oder auch irgendwie so ein bisschen die Sprache von Jugendlichen. Und also aus meiner eigenen Leseerfahrung heraus kann ich sagen, also ich habe die Personen wirklich sehr lebensecht so empfunden und wir haben es alle sehr spannend gefunden, wie du dem jugendlichen Jargon halt auch bei den Figuren eben selber so gut getroffen hast. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ob das irgendwie auf Intuition basiert oder Recherche oder vielleicht auch aus eigenen Erinnerungen noch von deiner Schulzeit. Ich habe eine Freundin, die war mit mir in der Schule, die ist gleich alt wie ich, also Anfang 30, und die arbeitet beim Radio. Und nachdem sie dort eine der Jüngsten ist oder der Jüngeren, wollten sie dann irgendeine Sendung machen für so Jugendliche. Und dann haben sie irgendwas gemacht und dann haben sie so das getestet an so Jugendlichen. Und dann haben die Jugendlichen gesagt, sie finden das urpeinlich, wie sie versuchen, diesen Jugendjargon irgendwie nachzuäffen. Und meine Freundin hat mir dann aber gesagt, sie hat das gar nicht versucht, sondern sie hat das so geschrieben, wie sie eigentlich privat redet. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich das so ein bisschen. Okay. Ja, spannend war auch noch, also wir haben auch verschiedene Generationen oder Personen mit verschiedenen Alters. Wir haben auch viele Altersunterschiede. Und es ist aber bei irgendwie jedem im Kurs so das erweckt worden, dass man kurz an die eigene Jugend irgendwie so zurückdenkt. Da war zum Beispiel das Malcolm mittendrin schauen dabei oder ich habe zum Beispiel den Rapper El Guni wiedererkannt und war so voll überrascht. Und da wollten wir fragen, ob du das so probiert hast, dass sich so viele Generationen wie möglich auch angesprochen fühlen, also sich wiederfinden mit ihrer eigenen Jugend im Text? Naja, Malcolm ist ein interessantes Beispiel, weil Malcolm mittendrin einfach im ORF gelaufen ist, 15 oder 20 Jahre. Das heißt, das ist so ein Zeitmarker, der über eine Generation hinausragt. Also man kann Mitte 30 sein und jeden Tag zwei Folgen Malcolm mittendrin geschaut haben, oder man kann 20 sein und auch so aufgewachsen sein. Der Unterschied ist, als ich ein Kind oder ein Jugendlicher war, gab es noch keine wirklichen Alternativen. Also da konnte man sich nicht, wie es jetzt ist, quasi seine eigenen quasi Sachen selber zusammenstellen, weil es gab zwar YouTube, aber das war halt in so winziger Auflösung und quasi das war noch nicht eine Konkurrenz zum Fernsehen. Und ich kenne ehrlicherweise sehr viele Autorinnen aus meiner Generation, die total geprägt wurden von Malcolm mittendrin. Was auch witzig ist, weil ja Malcolm mittendrin direkt nach Eine himmlische Familie gelaufen ist im Fernsehen. Und Eine himmlische Familie ist wirklich rechte, fundamentalistische Propaganda. Und direkt danach war Malcolm mittendrin eine Show, die für damalige Verhältnisse sehr progressiv war eigentlich. Und das war die Zeit, als man im ORF quasi noch prägen konnte, was die Leute schauen. Und inzwischen gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Inzwischen kann jeder und jede schauen, was man will. Und das führt natürlich auch in gewisser Weise zu dieser Entfremdung. Also so, sagen wir so, früher war es so, man ist in einem Dorf aufgewachsen, zum Beispiel, und dann musste man sich anpassen dem, was dort normal ist. Und wenn dort quasi, es gibt irgendwo, wo man saufen geht, und dann geht man mit allen anderen dort saufen und dann schlagen sich irgendwelche Leute und so weiter. Und jetzt kann man in einem Dorf aufwachsen und sagen, ich interessiere mich eigentlich nur für Mangas aus den 70ern und kann übers Internet eine Community haben von Leuten, die sich auch nur für dieses eine Thema interessieren. Das heißt, man ist freier darin, sich nicht einer Norm unterordnen zu müssen, bloß weil sie existiert. Und das führt aber dazu, dass man natürlich auch vereinzelt oder dass quasi dieses normierte Gesellschaftsgefüge weniger existiert, weil sich die Leute eben wirklich suchen können, was sie interessiert, und nicht viel Zeit damit verschwenden, sich irgendetwas anzupassen, zu versuchen, wo sie gar nicht reinpassen. Und das ist auch ein bisschen so das Dilemma der Kinder im Marianum, dass die auch in so einer Norm aufwachsen, wo sie immer das Gefühl haben, das ist das Einzige, was es gibt. Und ich kann Anwalt werden oder Ärztin oder Unternehmer und das war's. Ja. Und Till ist eben dann schon gehört zu dieser Generation,
die sagt, okay, ich kann da mitspielen, aber ich kann auch parallel dazu etwas haben, was ganz losgelöst ist von dem und was, was mir Freude macht und was allen anderen nichts bedeutet. Jetzt würde ich ganz kurz nachfragen. Darf man noch eine Frage stellen, bevor wir zum Abschluss kommen? Hier noch eine Frage zum Ende des Romans und jetzt ohne allzu viel spoilern zu wollen. Endet der Roman ja gewissermaßen, in einem Antiklimax und das, obwohl es eigentlich recht lange nach einem dramatischen Schluss aussieht. Also der Till wird ja krank, nachdem er in China war. Und generell deutet vieles auf irgendwie ein tragisches Ende hin, was dann eben wieder an Schul- oder Internatsromane erinnert, die ja oft tragisch oder mit dem Tod enden. Und jetzt würde ich gerne vielleicht an meine erste Frage ein bisschen anknüpfen. Kann diese Deeskalierung irgendwie als eine Art Modernisierung verstanden werden im Vergleich zu älteren Beiträgen aus der Texttradition? Ich weiß nicht, ich glaube, dass die Schule generell antiklimatisch endet. Ja. Weil, also in meiner Erfahrung war es so, dass man halt die ganze Schule immer auf die Matura halt irgendwie eingeschworen wird. Und in dem Moment, wo man die Matura macht, ist sie auch schon wieder bedeutungslos. Und das war in dem Jahr, in dem Till maturiert, 2020, noch verstärkt dadurch, dass erstens die Matura vereinfacht war, weil man eine leere Arbeit abgeben konnte, solange man einen Dreier im Zeugnis der 8. Klasse hatte und trotzdem besteht. Das heißt, es ist möglich, den Schulabschluss zu bekommen, ohne am Ende irgendwas zu machen. Und es ist aber auch, weil es ja dann, also, und das ist tatsächlich eine Erfahrung, glaube ich, auch die der Schülerinnen der letzten Jahre, dass diese, wenn diese symbolischen Akte fehlen, irgendwie auch so eine Leere bleibt. Also wenn man die Schule abschließt und dann nicht einmal diese Urkunde bekommt, was eigentlich wurscht ist, aber wenn man das nicht bekommt, dann fehlt einem irgendwas. Und wenn man ein Studium beginnt, 2021 oder 2020, und es gibt nicht diese paar lächerlichen Zusammenkünfte, dann fehlt irgendwie was. Und Till eben, nachdem er 2020 maturiert, ist genau Teil dieser Generation, für die es so ein Fade-out gibt von der Schule. Und wo dann eigentlich quasi dieses Gefühl, wir haben jetzt die Schule geschafft, wir haben das, worauf wir 8 Jahre lang irgendwie vorbereitet wurden und was unser Ziel war, haben wir erreicht, hat dann an Bedeutung verloren, dadurch, dass es eben nicht eingebettet war in so ein formelles oder zeremonielles Gerüst. Mhm. Gut, dann würden wir jetzt zu unserer letzten Frage kommen. Und das hat auch schon was damit zu tun. Wir wollten fragen, was das so mit der Farbe Gelb auf sich hat, weil also die Schulfassade ist gelb, das Krankenhauszimmer ist gelb. Es gibt eine Passage im Roman, da geht es nur darum, welches Gelb genau das Reklamheft hat. In der Buchgestaltung findet man das Gelb wieder und wir haben auch herausgefunden, dass The Viper immer gelb spielt in Age of Empires. Und jetzt wollte man wissen, gibt es da größeres Bromborium drum oder magst du einfach nur gelb? Ich weiß es nicht. Also jetzt, wo du es sagst, bei meinem ersten Roman geht es auch um gelb teilweise. Also da gibt es eine Passage über das Fanta-Gelb und so. Ich weiß es nicht. Tatsächlich war es so, dass das sind zwei unterschiedliche Gelbtöne. Das sieht man nur aus der Nähe. Stimmt, Das hier ist das Reklamgelb. Und das hier ist so ein bisschen grünstichig und das wollte der Künstler, der das Bild gemalt hat, so, damit man erkennt, wo sein Bild endet und quasi das Cover beginnt. Das Reklamgelb ist, als ich Reklams gekauft habe in der Schule, war das noch so dottriger und dann ist es so ein bisschen frischer gemacht worden. Und ich glaube, das ist vielleicht so irgendwo dazwischen vom Gelb her. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Irgendwie schon, aber ich glaube, über die Farbe Gelb kann man wahrscheinlich jetzt noch ewig reden, so wie du das jetzt schon angefangen hast. Aber würde ich mir an der Stelle bedanken für die teilweise auch super lustigen Antworten und ich hoffe, es hat auch im Publikum gut gefallen. Und ja, danke euch, ihr habt das so super gemacht. Danke. Oh, danke.
Ja, dem letzten Kommentar möchte ich mich nur anschließen, aber nicht nur bezogen jetzt auf die Gruppe aus Graz, auf euch drei und alle, die euch unterstützt haben in der Vorbereitung. Alle, finde ich, die diese Studierendengespräche gestaltet haben, haben sich toll vorbereitet, haben ganz unterschiedliche, sehr niveauvolle Gespräche geführt. Und das ist für uns auch schön, weil das Leseformat ja natürlich vorgibt, dass man da nicht so lang antworten kann oder Hintergründe erzählen kann, die dann auch sehr spannend sind. Und das ergänzt aufs Beste unser weiteres Programm, zu dem ich Sie einladen möchte. Jetzt gibt es eine längere Pause. Das hat den schlichten Hintergrund, dass die Autorinnen und Autoren auf Stör gehen. Das gehört auch zur DNA der Rauhäuser Literaturtage. Sie kennen das von den Handwerkern in der Vergangenheit, die dann auf Stör gegangen sind. Die gehen also in Privathäuser und lesen dort. Das sind keine öffentlichen Veranstaltungen. Genießen Sie das schöne Wetter. Das ist ja auch unglaublich, dass wir das Glück haben wieder. Um 17 Uhr geht es weiter mit Sabine Gruber und eben schon angekündigt Irene Langemann. Bis dann, einen schönen Nachmittag. Applaus